König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute über den Turmroman Wolfsmond sprechen. Und bei mir ist nicht nur, wie immer, der Podcast-Roboter Flo, viele weitere Funktionen. Guten Abend. Sondern auch der Großvater der Dela-Mensch, der Jonas. Hallo, Dela. Und der Revolvermann der Herzen, der Heidrian. Eure Worte machen mir Kopfschmerzen. Und ich bin die Dela mit einem Rollstuhl von North Central Positronics. Ja, wir wollen heute, wie gesagt, über Wolfsmond sprechen. Das ist der, ich glaube, fünfte Teil der Turmsaga. Und es wird auch mit dem Turm in den nächsten Folgen weitergehen. Mit fester Belegschaft, denn der Hendrian wird uns bis zum Abschluss der Reihe begleiten. Und wir freuen uns sehr darauf. Das muss ja auch sein, man darf so ein Quartett nicht auseinanderreißen. Genau so ist es. Ja, Flo, wie sieht's aus? Gib uns eine zeitliche Einordnung für diese wundervolle Machenschaft. Ja, es hat wieder einige Zeit gedauert, seitdem King Glass herausgebracht hat, den vierten Band des Dunklen Turms. Und im Jahr 1998 hat er angekündigt, dass er den fünften Band schreiben möchte, damit er fertig ist, solange er Zitate noch Atem holen kann und bevor ich meine eigenen Ostereier verstecke. Also wahrscheinlich bevor er senil ist, meinte er damit. Im 20. Jahrhundert wurde es dann jedoch nichts mehr mit diesem fünften Band. King hat zwar noch eine Turmgeschichte geschrieben, die haben wir in der letzten Folge besprochen, die kleinen Schwestern von Illuria. Aber dann kam der Unfall. Und der hat, wie wir wissen, so einiges auseinandergebracht. Der war im Jahr 1999 und die 19 und die 99 spielen eine wichtige Rolle. Und nach diesem Unfall musste King erstmal wieder auf die Beine kommen. Und dann hat er sich entschieden, so, jetzt muss ich den Turm zu Ende bringen. Es gab Leute, die haben nach seinem Unfall in Briefe geschrieben und haben geschrieben. Als ich davon gelesen habe, habe ich gedacht, so, das war's jetzt. Er wird ihn nie zu Ende bringen. Da geht er hin, der Turm. Er kippt, er fällt. Oh, scheiße. Ja, er hat es aber dann doch geschafft. Er hat im Jahr 2001 angekündigt, dass er jetzt ins Land des Revolvermanns zurückgekehrt sei und alle drei verbliebenen Bücher auf einmal schreiben möchte. Ja, es hat dann ein bisschen gedauert. Wolfsmond ist dann im Jahr 2003 erschienen und die anderen beiden Bücher im Jahr 2004. Und es sind zumindest zwei davon sehr dicke Bücher geworden. Eins davon besprechen wir jetzt heute. Und Jonas, du hast die undankbare Aufgabe, uns zu erzählen, worum es in diesem Buch geht. Ja, Wolfsmond teilt sich grob auf in zwei Handlungsbögen. Einer spielt in Midwelt und der andere hauptsächlich in New York. In Midwelt hilft das Quartett um Roland dem Ort Calabrine Sturgis gegen eine Horde kinderstehlender Roboterwölfe zu bestehen. Die Kinder sollen nämlich als Nahrung für die Brecher des scharlachroten Königs dienen. Und in der New Yorker Welt versucht Eddie den Buchhändler Tower, den wir auch schon kennen, den vor den Schlägern von Enrico Balazar zu schützen und ihn dazu zu bringen, das unbebaute Grundstück mit der Rose nicht an die Sombra Corporation, sondern an ihn zu verkaufen. Und er bringt ihn zumindest erstmal dazu, fürs Erste in Neuengland unterzutauchen. Des Weiteren treffen wir auf Vater Callahan, den wir aus Brennen muss Salem schon kennen. Und der lebt in diesem Keller Prince Sturgis und erzählt da seine Lebensgeschichte. Und außerdem ist Susanna schwanger, beziehungsweise von einem schwangeren Dämon besessen, der teilweise die Kontrolle über sie übernimmt. So auch nach der Schlacht gegen die Wölfe,
als sie mit Hilfe der schwarzen 13, einer der magischen Glaskugeln in dieser Welt, durch eine magische Tür verschwindet. Und wie es dann weitergeht, erfahren wir in dem Buch Susanna. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Und Zentrion, meine erste Frage richtet sich gleich an dich. Du hast ja den Turm so teilweise mit uns verfolgt, hattest aber, glaube ich, auch noch ein bisschen dann nachgelesen, oder? Ich komme mir gerade vor wie in der Schule. Nein, du hattest nicht. Also die Teile, wo du nicht da warst, die hast du auch nicht gelesen. Genau, okay, du sagtest zwar, es wäre eine gute Hausaufgabe, aber wie immer bei Hausaufgaben habe ich sie nicht gemacht. Ja. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Was mir jetzt hier tatsächlich aufgefallen ist für mich, der Bruch zwischen Wolfsmund und Glas ist für mich ein ganz riesiger, stilistisch auch. Jetzt hast du ja als letztes mit uns über Glas gesprochen. Wie ging es dir damit vom Stilwechsel her? Ist dir das auch so aufgefallen oder bilde ich mir das ein? Für mich war das kein allzu krasser Bruch, weil es irgendwie wieder eine ähnliche Struktur hatte. Weil immer wieder Geschichten von früher erzählt wurden. Mhm. Und quasi dieses Schema auch hier einfach draufgehauen wurde und sich das auf der einen Seite schon ein bisschen ähnlich angefühlt hat. Inhaltlich war es ein bisschen ein Bruch, sag ich mal, weil das, was wir, ich hoffe, das ist jetzt nicht das falsche Buch, an das ich mich erinnere, ne? Das, was wir in hoffentlich Glas hatten, nämlich diese durchgedrehte Hightech-Zeugs mit dem Zug, der so gerne Rätsel löst, diese Technikwelt lag ja auf der anderen Seite des Flusses und das war für mich ein bisschen der Bruch, dass man in diesem Wild-West-Szenario wieder war und nicht mehr in diesem Fallout-Szenario. Okay. Ja. Und wie bist du wieder reingekommen? Also so rein vom Gefühl her? Das ging unfassbar schnell. Okay. Vielleicht auch, weil ja dieses hier die kleinen Schwestern von Eloria. Danke. Auch jetzt nicht so lang her war. Ja, ist richtig. Das finde ich aber interessant, weil ich habe auch einen Bruch gemerkt, aber weniger in der Erzählung, sondern mehr in den Figuren. Also für mich waren die Figuren diesmal viel besser entwickelt, viel ausgereifter. Sie hatten sich so sprunghaft weiterentwickelt. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir kommen ja dann in ein paar Jahrzehnten zu Wind. Und Wind spielt ja handlungstechnisch zwischen Glas und Wolfsmond. Und ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr sehr an dieses Buch, aber ich bin gespannt, ob ich da so einen Bogen spannen kann dann letztendlich. Und wie du sagst, wir sind also wieder in einem Western-Setting, sogar in einem der klassischsten überhaupt, weil die Handlung ist ja ganz einfach geklaut von den sieben Samurai, beziehungsweise die glorreichen sieben. Und nicht nur die Handlung hat er da geklaut, die Color Prince Sturges, der Ort, an dem das Ganze spielt, ist benannt nach John Sturges, dem Regisseur von die glorreichen sieben. Also er hat da wirklich keinen Hehl draus gemacht, wo er die Story her hatte. Ja, und die Sidekicks sind alle aus Star Wars, oder nicht? Nicht nur, ja. Aber wenn du sagst, Rückblick auf frühere Geschichten, hast du denn schon mal Brennen muss Salem gelesen oder gesehen oder irgendwas? Ich glaube, ich habe einen interessanten Podcast dazu gehört. Ich kann euch die Folge verlinken nachher in den Shownotes. Ja, das wäre schön. Ja, ich glaube, das war Club 19 oder so. Grüße an dieser Stelle. Ja, nein. Aber weil das wird tatsächlich auch nochmal interessant, wie gut du da reingekommen bist in diese Callahan-Geschichte, ohne das Vorwissen. Weil ich habe immer noch die These, dass man Brennen muss Salem nicht gelesen haben muss, um es zu fühlen. Aber werden wir dann darüber reden. Jonas, wie ging es dir denn jetzt endlich wieder zum Turm zurückzukehren? Ich fand's toll, weil man findet Figuren wieder, die man kennt, weiß einigermaßen, worauf man sich einlässt, und
es geht halt weiter. Das, das war eine tolle Sache. Und natürlich, ja, diese ganzen ja, Querverbindungen, die es ja reichlich gibt, das war eine feine Sache. Mhm. Okay. Was mir hier tatsächlich, ich muss es gleich vorneweg sagen, Wolfsmund ist von den neueren Turmbänden tatsächlich mein Liebling. Auch wenn es ein Buch ist, über das ich stellenweise sehr viel schreien muss. Aber was mir hier sehr gut gefällt, wir hatten dieses Western-Cowboy-Gedöns-Setting ja auch bei Glas. Und da war es für mich Rosamunde Pilcher mit Pferdchen. Das sage ich ja immer wieder. Mit Glas kam ich nicht zurecht. Zumindest mit diesem Vergangenheitsteil. Und Wolfsmond fühlt es sich für mich von der Stimmung her wieder an wie dieses Wüstensetting aus Glas. Also nicht genauso, aber es hat für mich ähnlich gut funktioniert. Muss ich dir zustimmen? Ich habe mich hier vom ganzen, ja, Gefühl der Geschichte wieder besser unterhalten gefühlt. Ich mochte Klaas zwar, aber ich bin so mit den ganzen Rückblicken da ja auch nicht so unbedingt klargekommen. Und das hat mir hier alles nochmal erheblich besser gefallen. Und es ist näher an Schwarz vom Gefühl her, würde ich sagen. Also Western mit etwas mehr Science-Fiction vielleicht als die letzten beiden, ja, die letzten beiden Bände, würde ich sagen. Und vor allem, was mir hier ganz krass auffällt, in Maze, habt ihr da ein Gefühl gehabt für die Dorfbevölkerung, außer den Hauptcharakteren? Weil das hat bei mir völlig versagt. Und hier muss ich sagen, bei Wolfsmund haben wir diese Dorfbevölkerung mit all ihren Sorgen und mit ihren Feiglingen und ihren Arschlöchern, ihren Konflikten, aber halt auch mit diesen ganz alltäglichen Szenen. Und das hatten wir für mich auch wieder eingefangen in Schwarz, als er in dieses Dorf kommt, wo er den Grasesser findet. Also das ist für mich, glaube ich, der Unterschied, dass diese beiden Dörfer für mich wirklich leben. Was die anderen zum Beispiel in Glas eben nicht getan haben. Ja, aber ich habe den Ort in Glas auch viel größer mir vorgestellt. Das war halt für mich eine Stadt. Ich glaube, es sollte auch die Hauptstadt von diesem Territorium sein. Und hier, das sind halt wirklich, ja, etwas größere Dörfer vielleicht. Beziehungsweise in Schwarz wirklich ein, ja, ein Nest. Ja, okay. Mhm. Also ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast heute sehr viele Rezensionen zu diesem Buch gelesen. Und darunter waren auch welche, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Die haben nämlich auch jetzt das Dorf aus Schwarz und hier die Color Prince Sturges verglichen und haben darin behauptet, ja, in Schwarz, das war ja, hatte jede Figur, war ausgearbeitet und da konnte man sich rein versetzen und hier sind es alles nur Abziehbilder. Das fand ich überhaupt nicht. Also für mich war das tatsächlich ein lebendiger Ort. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, Abziehbilder, ich meine, wir haben Western-Stereotype, es sind alle Figuren da, die man braucht, aber es hat sich realistisch angefühlt. Es war für mich nicht einfach nur 0815. Ja, also bin ich bei dir. Es ist jetzt kein Castle Rock oder sowas, klar, aber das erwartet halt auch niemand. Also. Das hätte, glaube ich, auch gar nicht funktioniert. Eben. Aber also die Dorfgemeinschaft, die hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Schon, doch. Ich konnte mich da auch gut reinversetzen. Wollen wir gleich mal zu dieser Dorfgemeinschaft kommen, denn die hat ja eine gewisse Besonderheit. Nämlich einerseits, dass da wahnsinnig viele Zwillingspärchen geboren werden. Andererseits aber halt auch, dass es dort sehr viele geistig und körperlich behinderte Menschen gibt. Und das ist der Teil vom Buch, über den ich schreien möchte. Das überrascht mich nicht. Das ging mir nämlich ähnlich. Ja. Erstmal als Grundidee vollkommen in Ordnung. Das, also diese, wir kommen ja noch drauf, die Zwillinge, ein Zwillingskind wird entführt und kommt dann hier im Deutschen heißt es, glaube ich, Minder zurück. Genau.
und im Englischen ist es irgendein anderer Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Okay, vollkommen in Ordnung. Aber wie dann das Ganze beschrieben ist, wie das damit umgegangen wird, da waren schon einige Szenen dabei, die echt grenzwertig waren. Ich muss halt dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich King dafür anschreien will, weil faktisch beschreibt er nun mal sehr nah an der Realität, so blöd wie es klingt. Ich meine, klar, wir sind deutlich weiter mittlerweile, aber in so Hinterhofdörfern am Arsch der Heide sind halt solche Sachen, denke ich, unter der Hand heutzutage immer noch genauso normal. Also ich will hier tatsächlich King nicht anschreien. Ich will einfach darüber schreien, dass es so ist, wie es ist. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Weshalb ich King hier nicht anschreien möchte. Wir haben ja eine Szene, wo, ich glaube, Eddie ist es, sich mit eben einem dieser Farmers-Leute da unterhält und sich eigentlich darüber aufregt, dass er mit seiner Schwester dieses Feld pflügt. Was, ja, ist scheiße. Andererseits haben wir ja halt genau diese Diskussion, die wir bis heute bei Behindertenwerkstätten führen. So sinngemäß, ja, lasst den Menschen doch den Flug ziehen, das ist doch erfolgreiche Inklusion. Und weil ich das so augenzwinkernd gelesen habe, und ich habe wirklich, weil ich möchte King mögen, habe ich das genau auf diese Diskussion als augenzwinkernd gelesen. Bitte sagt mir, dass das keine irrige Hoffnung ist. Sagt mir, dass das ihr auch so seht. Ich glaube, dass du recht hast, dass du das nicht einbildest. Ich möchte es glauben, sagen wir so. Ganz, ganz fest möchte ich das glauben. Ja, Hendrian, wie ging's dir denn mit dieser Konstellation, mit diesen Zwillingen und ja? Also die Grundkonstellation von wegen, du hast Zwillinge, was ja immer ein bisschen Mythen umwoben ist und so, und da gibt's ja jede Menge Sagengedöns drum. Und dass du quasi einen davon aussaugst, sage ich jetzt mal, ein ganz interessantes Setting eigentlich, fand ich eine gute Idee. Gibt es irgendwo in der Begleitlektüre einen Tipp oder eine Idee, wieso dort quasi die Zwillinge auch so in Anführungsstrichen wachsen? Weißt du da was, Flo? Da habe ich nichts gefunden. Weil das macht halt für mich in der Welt auch wieder überhaupt keinen Sinn. Ich meine, dort ist jedes zweite Vieh in irgendeiner Form behindert oder irgendein Mutant und so weiter. Oder die Leute sind gleich komplett unfruchtbar. Und dort kriegen sie halt am laufenden Band Zwillinge. Also das macht halt für mich auch wieder irgendwie keinen Sinn. Ja, irgendwas mit Radioaktivität und Mutation. Naja, die Frage ist halt für mich, wenn die Wölfe wissen, wo sie dahin müssen, um die Kinder zu klauen, ist halt die Frage, ob das nicht da direkt eine Zuchtpopulation ist, dass die da wirklich Leute genetisch in irgendeiner Form modifiziert haben und dahin gesetzt, ihr gründet da jetzt ein Dorf. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber die haben ja gesagt, wie lang die Angriffe der Wölfe schon sind. Und dass die quasi schon viel länger da sind. Das ja, aber wie gesagt, so eine Zuchtpopulation, so eine genetische, ein genetischer Schalter muss ja erst mal ein paar Generationen reingezüchtet werden, sag ich mal. Ja, stimmt. Weil also für mich fühlte sich das wirklich wie eine Ernte an. Also wie ein, ich habe was ausgesät und jetzt gehe ich es abholen. Ja. Ja, aber da die ja sowieso nur die jungen Menschen haben wollen, hätte ich an Wolfsstelle einfach öfter geerntet. Ich glaube, für eine Zucht ist das einfach eine zu seltene Ernte. Ah, okay, das ist ein Punkt. Wirkt auf mich nicht wirtschaftlich. Und was mir noch aufgefallen ist, die Wölfe kommen ja periodisch und es wird nicht genau gesagt, wie lange. Mhm. Aber es ist so der Pennywise-Zyklus ungefähr. Ja, stimmt. Also vielleicht hat das auch irgendwie da noch so einen Hintergrund.
Naja, und dazu kommt halt, ja, es ist unwirtschaftlich, aber ich glaube, das Problem ist, du willst die Leute halt auch nicht öfter überfallen, weil sonst A, die Wahrscheinlichkeit für Gegenwehr steigt, oder B, die einfach ihren Krempel packen und weggehen. Wenn du die alle 5 Jahre überfällst oder so und denen die Kinder klaust, haben die halt nach spätestens 15 Jahren absolut keinen Bock mehr. Ja, das leuchtet ein. Das würde mir bei einem Gegner auf Augenhöhe einleuchten, aber nicht bei dieser Art von Gegner. Naja, aber wie gesagt, weggehen ist ja immer noch eine Alternative. Kämpfen vielleicht nicht. Aber so haben wir ja eben tatsächlich die Diskussion, die wir auch führen. Ja, ich meine, Kinder können wir neue machen. Unsere Felder hier sind eigentlich ziemlich gut. Das lohnt sich jetzt nicht, wegen den 27, 25 Jahren wegzugehen. So ungefähr läuft ja die Argumentation. Und da ist ja gerade die Augenhöhe irrelevant fürs Weglaufen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin mir auch nicht sicher, in dieser Welt stellt sich auch immer die Frage, wohin soll man weglaufen? Ja, das stimmt. Ja, soll man zu dem verrückten Zug laufen oder soll man zu dem Glaspalast mit den anderen Irren oder was auch immer? Also, ja. Ja, das stimmt. Was mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat, war eben wirklich diese Reibungszone. Dadurch, wir hier eine Art Demokratie haben, das hat mir Spaß gemacht. Diese ganzen Abstimmungsprozesse, diese ganzen Streitereien in dieser Halle und diese Mitgliederversammlungen und so, das hat mir echt gut gefallen. Ich musste sofort an Gilmore Girls und diese Stadtversammlungen denken. Ja. Naja, und über das, also wie gesagt, über das Bild von Behinderung in dieser Geschichte möchte ich gern schreien, aber ich lasse es, weil ich, wie gesagt, King nicht anlasten will. Ich glaube tatsächlich, das ist, wie er den Umgang mit diesen Menschen in der Realität wahrscheinlich auch wahrnimmt, wenn er nicht ganz blöd ist. Vielleicht darfst du doch nachher noch schreien, wenn wir zu Susanna kommen, aber da kommen wir nachher zu. Ja. Gut. Gehen wir ein bisschen weiter in der Charakterentwicklung. Denn das hast du ja schon gesagt, Flo, die Charaktere fühlen sich auf einmal viel fertiger an, als sie es jemals waren. Und ihr gebt mir recht, dass das ein Jake-Buch ist? Ich würde sagen, es ist ein Ensemble. Also klar, Jake macht hier, glaube ich, eine der größten Entwicklungen mit. Eddie vielleicht auch noch. Also mit Jake, ja, er reift zum Revolvermann heran, würde ich so schon sagen. Der macht einen Sprung vom Kind zum Revolvermann. Für mich ist das in keiner Weise ein Jake-Buch, sondern ein Buch, das um das Erwachsenwerden der gesamten Gruppe geht. Weil jeder reift in dem Buch auf seine Weise. Nicht unbedingt zum Guten hin, wie man ja an Roland sieht, der auf einmal merkt, dass er wirklich alt wird. Aber jeder reift irgendwie. Aber wo seht ihr jetzt gerade bei Eddie hier noch eine große Entwicklung? Oh, doch. Ich sehe die nicht. Doch. Gerade bei Eddie sehe ich hier eine sehr große Entwicklung. Er wird mehr, also er war ja immer so dieser Quatschmacher der Gruppe. Und natürlich ist das auch noch so ein bisschen da. Aber gerade in seiner Beziehung mit Susanna, ich komme mit den ganzen Leuten durcheinander, und ja auch mit seiner Reise nach New York, da sehe ich eine unheimliche Entwicklung, wie er reifer wird. Also in dem Teil mit Susanna, da gebe ich dir recht, dass er eben diese ganze Nachricht mit der Schwangerschaft so schluckt, wie er sie schluckt. Okay. Aber gerade in dem New York-Teil habe ich jetzt bei Eddie für mich nicht wirklich eine Entwicklung dahin gesehen. Also ich finde schon, er hat zwar immer noch seine seltsamen Sprüche und alles,
aber er handelt halt wirklich auf eigene Faust, eigenverantwortlich, ohne Anleitung. Und das hat er vorher, glaube ich, nicht getan. Meine These wäre, Eddie wird zu Cuthbert. Das Problem, das ich habe, ist, ich habe zu Cuthbert ein komplett anderes Bild, aber... Ja, okay. Ich akzeptiere das. Ihr seht das so und wenn ihr das zu dritt so seht, dann okay. Wollen wir über Susanna reden? Ja, warum denn nicht? Ja. Wir brauchen uns über den Rassismus erstmal grundsätzlich, glaube ich, überhaupt nicht unterhalten, oder? Also, sie wird eigentlich, man könnte sagen, durch 3 oder 4 Punkte definiert. Und das finde ich echt schlimm. Weil der Charakter hat tatsächlich eine kleine Entwicklung auch drin, aber sie wird durch ihre Hautfarbe definiert, durch ihre Behinderung und jetzt noch, dass sie das Dämonenbaby in sich trägt. Das Mutterschaft. Ist, vor allem ja, das ist ihr Charakter und das ist, nee. Ja, nicht gut. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, es wird nicht besser. Und das ärgert mich, weil Eddie ist für mich ein Charakter, der keine Zukunft hat. Das nervt mich. Susanna macht für mich... Die macht ja was. Das ist ja der Witz. Wir können ja King nicht mal vorwerfen, dass er ihr keine Entwicklung gibt. Der Punkt ist, dass ihre Entwicklung von keinem wahrgenommen wird. Das ist ja das Problem. Ja, weil die Entwicklung auch scheiße ist. Finde ich nicht. Also die Entwicklung, die sie selber als Person für sich macht, die finde ich schon ganz patent. Eben, dass sie zum Beispiel dieses Auseinanderbrechen des Kadetts in dem Sinne verhindert, indem sie sagt, ey Leute, ich glaube, hier stimmt was nicht, zum Beispiel. Oder dass sie ja im Prinzip diejenige ist, die auch die Frauen so ein bisschen aus diesem Kadett mit anleitet und so weiter und nicht aus dem Kadett, aus der Stadt ein bisschen mit anleitet und so weiter und so fort. Denn die Geschlechterrolle in diesem Dorf ist ja auch ganz deutlich definiert. Und sie zeigt ja durch ihre reine Anwesenheit, dass auf einmal die Frauen hier doch was mitzureden haben, weil sie eben mitkämpfen müssen und solche Sachen. Also ihre eigene Entwicklung finde ich in Ordnung. Bloß es wird von allen Seiten anders kommentiert. Ja, das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Sie hat ein bisschen Entwicklung drin, aber es kommt nicht rüber, weil nicht nur von allen Seiten, auch vom Autor her wird sie nicht nach der Entwicklung bewertet, sondern nur nach Äußerlichkeiten. Und das auch noch falsch. Zum Beispiel alleine, wie oft er von diesem Rollstuhl redet, während sie schwanger ist, zum Beispiel. Und diese Frösche im Sumpf frisst und so weiter. Ich weiß, King möchte sich damit nicht bescheißen, sich mit der Methodik von Rollstühlen auseinanderzusetzen. Das verstehe ich. Aber wir haben schon etabliert, dass sie Rollstühle an sich per se erstmal nicht leiden kann. Nee, das finde ich nicht. Ich glaube, sie mochte ihren alten Klobigen nicht. Mit dem neuen ist aber ziemlich zufrieden. So habe ich das die ganze Zeit gelesen. Ja, sie ist damit ziemlich zufrieden, aber sie würde trotzdem... Das kann mir keiner erzählen. Es tut mir leid. Ich glaube das einfach nicht. Und das sage ich als Rollstuhlfahrer. Sie hat andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Und sie würde nicht, wenn sie in irgendeiner Form unbewusst gesteuert wird, den Rollstuhl benutzen. Und das nächste Ding ist, sie fährt mit dem Rollstuhl durch den Schlamm in diesen Sumpf. Und macht ihn dann hinterher komplett sauber, damit es nicht auffällt. Dieser Rollstuhl fährt über Monate über staubige Straßen, über Blitzen und so weiter. Der wird nicht sauber gemacht. Das heißt, wenn sie den sauber macht, fällt es noch mehr auf. Das sind zum Beispiel solche Kleinigkeiten, die mich als Rollstuhlfahrer wahnsinnig machen. Ja, da hast du einen Punkt. So, und genauso, wie gesagt, sie würde einfach hoppeln. Sie würde nicht, weil sie kann das ja. Wenn sie jetzt querschnittsgelähmt im eigentlichen Sinne wäre oder sowas. Meinetwegen, dann ja, aber das ist nicht so. Sie kann sich bewegen und sie tut das auch regelmäßig. Und das nächste, was mich auch krank macht, ist, wie hier vom Autor, und da hast du einen kompletten Punkt, Flo, zum Beispiel, als sie in diesem Pavillon die Vorstellungsszene macht, wird sie ja, ich glaube, der Rollstuhl bleibt unten und sie bleibt auf Knien dort sitzen.
Und für mich ist das eine vollkommen natürliche Szene. Und für King wird sofort das gedemütigende Element dieses Höhenunterschieds beschrieben. Wo ich die ganze Zeit innerlich das aus und geschrien habe, dass sie das höchstwahrscheinlich absolut nicht so sieht. Mhm. Aber wie gesagt, ich gebe dir recht, ihr wird Unrecht getan. Da bin ich bei dir. Hundertprozentig. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Schuld ich daran King gebe. Ja, das ist echt die Frage hier. Ich erinnere mich tatsächlich zu wenig an die letzten beiden Bücher. Ich meine, du sagst ja, es wird nicht besser. Aber ja, ob es handlungsrelevant ist. Ich meine, manchmal ist ja Scheiße auch handlungsrelevant und absichtlich. Oder ob der Autor einfach Mist baut. Aber da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten zwei Büchern weiterentwickelt. Hendrian, wie ging es dir denn mit dieser Figur? Tja, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, sagen zu müssen, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Ist ja nicht schlimm, ist ja legitim. Ja, natürlich, klar, sie kommt ein bisschen... Das muss ich anders formulieren. Sie kommt ein bisschen... sie kommt ein bisschen reduziert rüber auf ihre äußerlichen Hauptattribute, das stimmt. Mhm. Aber gerade diese Entwicklung, nein, anders. Jeder von denen macht ja eine separate Entwicklung durch und sucht sich seine eigene Truppe, mit der er kämpft und, ne? Also, und gerade ihre Rolle als Anführerin der Frauengruppe finde ich, und nicht nur Anführerin, sondern auch Mentorin, fand ich sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich fand das auch schön ausgearbeitet eigentlich. Deshalb war ich eben ein bisschen perplex, als ihr das so, ich will nicht sagen runtergeredet habt, aber ne, das ist mir nicht für mich kam es nicht so rüber, als würde das in irgendeiner Form geschmälert werden vom Autor. Ja, geschmälert ist vielleicht das falsche Wort. Aber der Punkt ist für mich, es wird weder der Kampf und die Entscheidungsfähigkeit von Jake bewertet, noch wird es von Roland bewertet, noch von Eddie. Die einzigen, die in irgendeiner Form einer ständigen Bewertung ausgesetzt ist Susanna. Das würde ich so nicht sehen. Rolands Kampffähigkeit wird auch von ihm selbst oder vom Autor, das möchte ich jetzt nicht, also wird ständig in Frage gestellt. Von ihm selbst, das ist aber ein Unterschied. Eine Introspektion ist was anderes, als wenn deine Umwelt dich ständig in Frage stellt. Und das machen sie hier. Na, wobei ich würde es bei Jake auch ein bisschen sagen. Weil, na gut, Jake wird getestet. Das ist eigentlich nochmal was anderes. Und ich habe bei Jake nie das Gefühl gehabt, dass sie ernsthaft dran zweifeln. Ich glaube, Roland hat nie daran gezweifelt, dass Jake das Richtige tut. Und Eddie, glaube ich, auch nicht. Der hat auch nie dran gezweifelt, dass Susanna das Richtige tut. Er wusste nur nicht, was Mia tun wird. Ja, aber genau das ist der Punkt. Ja. Ja gut, wir haben Susanna, Detta und Odetta, Mia, also wir wissen nie genau, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber nochmal das, was Hendrian eben gesagt hat, diese Aufgabe als Mentorin und das fand ich auch ziemlich gut, weil da sieht man auch hier die Entwicklung des Charakters. Also sie ist eine vollwertige Revolverfrau. Sie ist da in diesem Quartett, in dieser Rolle drin. Da gibt es keine Zweifel dran. An dieser an dieser Funktion eher. Aber eben Zweifel an dem, wer sie ist. Genau. Ja. Ich muss kurz mal, weil ich da inhaltlich nicht ganz so firm bin gerade. Für mich kam die ganze Zeit das Gefühl auf, mit den drei bekannten Persönlichkeiten von ihr. Da wissen sie, wo sie dran sind. Die vierte ist neu, die können sie noch nicht einschätzen. War das in den anderen Büchern auch so? Dass es Zeiten gab, wo sie vielleicht mit den anderen Persönlichkeiten, wo sie nicht abschätzen konnten, wie die reagieren? Nee, ich glaube, die ersten Persönlichkeiten waren relativ klar definiert. Weil halt die eine ist ein Biest, die will alle umbringen, beziehungsweise will halt einfach scheißig sein. Die andere ist so eine verzogene Göre. Aber die waren relativ klar definiert in ihrem Stereotyp. Mhm, okay. Also finde ich so. Ich weiß nicht, ob ihr mir widersprechen wollt, aber... Nee, das sehe ich auch so, dass die sehr stereotyp waren. Ja, die waren klar definiert, wobei
ich würde schon sagen, dass am Anfang der Geschichte, dass sie schon gezweifelt haben, wie sie damit umgehen sollen. Weil es halt, na gut, würde wahrscheinlich jeder so tun. Ja, klar. Weil es halt was Neues ist. Aber es ist mir bei mir auch mehr aufgefallen. Und dann möchte ich noch über die Thematik reden, die mich da tatsächlich noch mehr als an der Person Susanna extrem gestört hat. Was eigentlich im ersten Moment, beim ersten Lesen hübsch klingt, ist diese Szene, wo sie sich vorstellen und sie soll einfach nur da sitzen, Tee kochen und die Leute bewirten, viel sehen, wenig sagen. Und im Prinzip ist das ja auch genau die Rolle, die den Frauen in dieser Kala auch zukommt. Tee kochen, viel sehen, wenig sagen, aber im Prinzip sind die, die den Laden am Laufen halten. Und letzten Endes sind sie auch die, die kämpfen, okay. Aber für mich ist in dieser nachträglichen Rechtfertigung von Roland, so sinngemäß, ich setze das jetzt taktisch ein, ist das für mich schon wieder eine politische Darstellung im Sinne von, ja, ihr Frauen, in Wahrheit, das wissen wir Männer ja alle, habt ihr ja die wahre Macht. Also brauchen wir euch ja demonstrative Macht gar nicht erst zu geben. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Mein Bauchgefühl sagt, du interpretierst zu viel rein. Weil für mich klang das ganz einfach so wie ein, wir treffen auf einen neuen Stamm, wir passen uns erstmal denen ihren Gepflogenheiten an, um die ein bisschen abzuchecken, und sie ändern ja auch diesen Habitus später. Sie brechen das ja auch auf. Ja. Deswegen kam das für mich mehr wie ein bewusster Schachzug halt vor, der wenig mit dieser großen Politik, wie du sie gerade nennst, für mich zumindest zu tun hatte beim Lesen in dem Moment. Das fand ich auch, vor allem auch deswegen, weil sie sollte sich ja nicht nur im Hintergrund halten, sondern es wurde ja versucht, der Eindruck zu erwecken, dass sie Rodans Geliebte sei. Genau das. Ja, aber wie schnell wir das und auch völlig grundlos wieder aufgegeben haben, was uns keinen taktischen Vorteil bringt, weil wir ja die Schwangerschaft sowieso geheim gehalten haben. Es ging halt nur um das erste Aufeinandertreffen, um die Gegebenheiten auszuloten. Nee, und danach hat das für mich keine Rolle mehr gespielt. Halte ich für deswegen für Bullshit, weil einfach der Punkt ist, wessen Geliebte sie ist, macht in diesem Erstkontakt keinen Unterschied. Faktisch. Das würde taktisch keinen Unterschied machen. Da möchte ich dir widersprechen, ich weiß aber noch nicht, warum. Es würde keinen Unterschied machen, und ich glaube, deswegen haben sie Roland genommen, um das später besser auflösen zu können. Um zu sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr so, wie wir getan haben am Anfang. Sie haben es ja aber gar nicht aufgelöst. Es war dann einfach so. Sie haben es aufgelöst, indem sie sich dann als Susanna Dean vorgestellt hat, spätestens da. Ja eben, aber völlig ohne Konsequenz. Das ist ja der Punkt. Wenn das jetzt eine in irgendeiner Form eine taktische Relevanz gehabt hätte, sie als das vorzustellen, was sie ist. Okay, dann würde ich das ja einsehen. Und dann zu sagen, passt auf, wir haben euch da Blödsinn erzählt aus dem und dem und dem Grund. Genauso wie sie das dann später ja erklären mit dieser Mine, wo sie die Kinder verstecken und so weiter und so fort. Das hätte Sinn gemacht. Aber es wird einfach, ach ja, nee, uns ist das jetzt zu blöd, uns jetzt noch zu verstecken, und ich bin Susanna Dean und Arschlecken. Dann hättest du diese initiale Respektlosigkeit gar nicht erst gebraucht. Das will ich damit sagen. Und das... Sorry, mach du erst fertig. Für mich ist diese ganze Sache, dass sie erstens als Rolands Geliebte hingestellt wird, zweitens, dass sie überhaupt als die Geliebte von irgendwem thematisiert wird und nicht sich selber so thematisiert, das ist die Vorstellungsszene, als sie sich als Susanna Dean vorstellt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wird sie thematisiert und wird sie eingeordnet von anderen. Und das ist für mich eine Respektlosigkeit ohne Grund. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Und das ist eine Respektlosigkeit von Roland als Dean, die ich ihm nicht durchgehen lassen würde, ungestraft. Weil es keinen taktischen Vorteil hat. Ja, ich denke, ich sehe schon einen Vorteil darin, dass quasi sie nicht als gefährlich gesehen werden würde, wenn sie eher als Geliebte, als Feindstiebchen da gilt,
als vollwertige Revolvermann, Revolverfrau. Ja, aber warum dann das Feindsliebchen von Roland und nicht von Eddie? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil Roland ganz klar der Anführer ist. Und warum die Geliebte von irgendeinem Untergebenen mitschleppen? Auf Deutsch gesagt, möchtest du mir jetzt damit sagen, taktisch macht Eul als das Haustier von Jake mehr Sinn als Susanna als die Frau von Eddie? Ja, überleg weil... gut, was du sagst. wenn ich als Bauerngruppe oder als feindliche Gruppe auf so ein Moment. Das war übrigens nicht so feindselig gemeint, wie es jetzt. Ja. Nee, ich denke, ich sag mal, Haustier, Wachtier, sonst was, das vielleicht eine Bezugsperson in der Gruppe hat, aber halt auch der ganzen Gruppe dient, ist was anderes als eine Mätresse oder sonst eine weibliche, in Anführungszeichen ungefährliche Person, die mitgesteppt wird, damit der Anführer es nachts kuschelig warm hat. Okay, damit kann ich vielleicht leben. Bleiben wir bei der Frage, lohnt dieser taktische Vorteil, so dünn er sein möge, und da ist für mich papierdünn, reicht der, um diese Respektlosigkeit auszugleichen? Denn das tut's für mich nicht. In jedem Fall nein, weil er bringt rein gar nichts, dieser Vorteil. Aber er hätte vielleicht in einer anderen Konstellation das bringen können. Deswegen, ich weiß es nicht. Lieber Vorteil haben als Vorteil brauchen. Okay. Aber ja, respektlos ist es, da gebe ich dir recht. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich der Punkt, der mich stört, dass die Dorfbewohner sie nicht für voll nehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Dass Roland es in dem Fall aktiv befördert, finde ich unter einem taktischen sinnvoll, einem taktischen Standpunkt sinnvoll. Aber in dem Sinne, eben in dem Maßstab, in dem er es tut, völlig blödsinnig, weil es absolut null Konsequenz hat. Aber gut, weiter im Text. Kommen wir zu Jake. Und hier haben wir wieder so eine Spiegelgeschichte. Ihr habt gerade gesagt, Eddie wird immer mehr zu Cuthbert. Und bei Jake, finde ich, haben wir hier diesen Punkt, diese Szene, als Roland den Koch Hex verraten musste. Und eben da in denselben Gewissenskonflikt war. Und auch hier eben wieder diese Mannwertung, dieser Kontrast zwischen ich bin ein Junge, ich bin ein Mann, ich bin ein Revolvermann, diese Freundschaft gegen die Pflicht und so weiter, was ja dann auch durch diese letzte Zigarette oder diese erste Zigarette so ein bisschen symbolisch gezeichnet wird. Wie hat euch das gefallen, dieser Handlungsstrang? Seid ihr noch da? Theoretisch ja, praktisch. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja. Ja, einfach, wie hat euch diese Jake-Entwicklung per se erstmal gefallen? Okay, danke. Ihr müsst auch antworten, so funktioniert dieses Spiel. Das ist eine schwierige Frage, weil Jake ist mir eigentlich immer egal. Ich fand Großteils seiner Entwicklung sehr nervig. Okay. Weil ich hatte immer das Gefühl, der ist schon weiter, klingt doof, weil er sollte eigentlich ein Kind sein. Aber er ist schon mehr, für mich zumindest, war er in den vorigen Büchern mehr in dieser Revolvermann-Rolle. Und entwickelte sich für mich quasi ein Stück weit zurück durch diese Freundschaft zu Gleichaltrigen. Und ja, wenn ich mich das so sagen höre, klingt das sehr falsch, ich weiß. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich fand sein Haustier bedeutungsvoller als ihn. Ich habe es eigentlich genau umgekehrt gesehen. Also ich fand die Entwicklung zum Revolvermann
in diesem Buch sprungartig stärker als in den letzten. Und der Kontakt zu den Gleichaltrigen, das war eine Aufgabe. Das hat er ja nicht gemacht, weil er ein Kind war, das mit anderen Kindern spielt. Das war vielleicht für ihn noch so ein netter Nebeneffekt. Aber es war eine Aufgabe, die er von Roland bekommen hat. Und die hat er konsequent zu Ende geführt. Und ich glaube, das war doch schon für ihn eine große Entwicklung. Also interessant, dass wir das so unterschiedlich wahrgenommen haben. Ja, gerade jetzt, wo du es sagst, fällt mir, glaube ich, auf, was es ist, was mich so gestört hat beim... Gestört ist zu viel gesagt, was mir aufgefallen ist beim Lesen. Der Konflikt zwischen Freundschaft und Pflichterfüllung kommt sehr, sehr krass raus dabei. Ja. Und ich glaube, genau das ist das, was mich stutzig gemacht hat. Er überlegt zu lang, das sehe ich genauso. Er überlebt zu lang, ja, nein. Er überlegt zu lang, um wirklich Revolvermann zu sein, aber es ist sehr nachvollziehbar, dass er überlegt. Ja. Von einer menschlichen Seite her zumindest. Da bin ich komplett bei dir. Ging mir auch so. Für mich war das... Wäre die Argumentation nicht gewesen, verpfeife ich den jetzt oder verpfeife ich ihn nicht, sondern wäre die Argumentation gewesen, okay, ich weiß, ich muss den verpfeifen, wie mache ich das am besten, so dass auf Benny nichts zurückfällt. Dann hätte ich diesen ganzen Gedankengang und dieses Ziel verstanden. Genau das. Ja. Das ist es ja aber nicht. Da bin ich komplett bei dir. Aber ich denke, hier haben wir, da wollte King einfach wieder einen Rückblick reinbringen auf Rowlands Vergangenheit. Das weißt du, glaube ich, nicht, Hendrian, weil das in einem der Bücher war, wo du, glaube ich, nicht mitgelesen hast. Es gibt eine Szene, wo Roland als Junge in Gilead rumläuft und beobachtet, wie der Koch, der ihm immer, wenn er ohne Armbrot ins Bett geschickt worden ist, eben was zu essen gegeben hat. Und dieser Koch vergiftet oder nimmt vergiftete Waren an, um Gilead zu vergiften. Und muss ihn dann an den Henker ausliefern. Das heißt, er ist genau in dieser Zwickmühle wieder. Ah, okay. Ja. Und ich glaube, deswegen haben wir diese Szene so reingeschrieben. Ich gebe dir aber recht, für mich hat sie eben genau deswegen auch nicht funktioniert. Ja, ich denke, sie ist auch drin, weil irgendwie in diesem Buch ständig jemand ein Geheimnis hat, was er mit den anderen nicht teilt und es eigentlich doch teilen will und sich Gedanken darüber macht, warum er es nicht tut. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Und da ist die Frage, hat das für euch funktioniert? Weil dieses ganze Zerbrechen des Quartetts und dieser ganze Quatsch, das hat für mich nicht funktioniert, überhaupt nicht. Ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich auf der Ding stand. Ich auch nicht, ja. Genau. Mhm. Es ist schwang halt irgendwie immer mit diese Möglichkeit, aber es war im Prinzip klar, dass es weitergeht. Ich hatte andersrum durchaus das Gefühl, dass zur Debatte steht, Susanna einfach auszuschließen nicht, aber ohne sie weiterzumachen, wenn es sein muss. Mhm. Aber dass die Männergruppe auf jeden Fall zusammenbleibt. Das war so für mich das Grundgefühl, wenn es um Zerbrechen geht, dieser Gruppe. Ja, und da sind wir wieder bei genau dem Punkt, den ich vorhin meinte. Susanna ist entbehrlich, leider, in der ganzen Geschichte. Im Gegenteil, sie ist nicht nur entbehrlich, sie ist eine Gefahr auf dem Weg zum Turm. Genau, eine Belastung, ja. Und das ist das, was mich daran ankotzt. Das ist genau der Punkt. Und der wird in den anderen kommenden Büchern nicht besser. Ja, aber nicht wegen ihr, sondern wegen dem, was sie besitzt. Also, was in ihr da, dieses Dämonenfieder. Nein. Oh, erläutere bitte. Das Dämonenvieh-Dings, ja. Ja, das ist ein Punkt. Aber ganz generell wird sie hat keinen Anteil. Was hat sie für einen Anteil faktisch? In den letzten Büchern, welchen Anteil hatte sie? Was hat sie auf der Suche vorangetrieben? Eddie bringt voran diese ganze Sache mit der Rose. Mit dem Grundstück und so weiter und so fort. Jake bringt seine ganze Fühlungsnahme-Geschichte mit rein. Das heißt, er hat so Vorahnungen, er hat ein weltenübergreifendes Wissen, all dieser Blödsinn. Was bringt Susanna rein? Für mich war sie die ganze Zeit das,
Das emotionale Bindeglied zwischen Roland und Jake. Nee. Erläutere, aber... Oh, das ist schwierig. Ich hatte nicht in dem Buch jetzt, ne? in den vorigen und wahrscheinlich auch weil wegen meiner begrenzten Erinnerungsspanne, nur in dem mit dem Zug. Ich hatte ständig das Gefühl, dass sie quasi die Vermittlerrolle einnimmt. Weil. Darf ich kurz dem Gedanken einen Schubs geben? Ich weiß nicht, ja, ob es die richtige Richtung ist. Was, glaube ich, für dich gerade dieses Gefühl macht, wäre jetzt meine Vermutung, ist zum Beispiel die Szene mit der Zigarette. Ja. Vor der Schlacht ist sie diejenige, die den Kopf schüttelt und sagt, Jake, das ist eine scheiß Idee. Hinterher ist sie diejenige, die die Erlaubnis gibt. Die Tatsache, dass er sie um Erlaubnis fragt. Ja. Aber genau hier haben wir wieder genau diese dämliche Reduzierung auf die Mütterlichkeit. Vor allem in diesem Buch ist diese Reduzierung auf die Mütterlichkeit besonders doof, weil sie dieses Dämonenbaby, das... Ja, Multimütterlichkeit. Ja, das ist natürlich echt Blödsinn. Ja, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, mit diesem emotionalen Bindeglied. Sie hat einfach nur eine emotionale Bindung an Eddie. Richtig. Ich glaube, zu Jake und zu Roland hat sie... Keine. Gibt es keine große Verbindung. Und sie hat auch keine große Verbindung zur Mission. Das ist der Punkt. Aber zu Jake hat sie, meine ich, eine Verbindung, weil sie öfters als, ich glaube, die K-Mutter von ihm genannt wird oder sowas. Ja, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also kann sein, aber... Es ist trotzdem wieder Mütterlichkeit. Es ist es ist Mütterlichkeit, das stimmt. Das macht sich besser, aber es gibt diese Verbindung halt. Aber der Punkt ist, guck mal, wir haben jetzt den Punkt, wie gesagt, Eddie bringt die Handlung voran, Eddie bringt die Suche nach dem Turm voran, Roland sowieso. Es ist Rolands Mission, aber es stellt sich am Ende ja raus, es ist nicht nur Rolands Mission, es ist auch Eddies Mission. Bei Jake, okay, glaube ich das mittlerweile auch. Bei Susanna habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es ihre Mission ist. Sie läuft Eddie hinterher. Und das kotzt mich an. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, aber genau das ist das, was mich in den zukünftigen Bänden auch ankotzt. Naja gut, wenn ich so überlege, ich meine, die dackeln alle Roland hinterher. Nee, also Eddie hat definitiv einen Moment, wo er sagt, und wenn Roland jetzt stirbt, mache ich alleine weiter. Ja, Eddie entwickelt sich in diese Richtung. Bei Jake wäre ich mir nicht so sicher. Und ja, du hast recht, Susanna ist einfach dabei, weil sie dabei ist. Fertig. Wir brauchen noch eine Frau. Ja, genau. Eine Frau, eine Schwarze und eine Behinderte. Dann haben wir alles auf einmal und fertig. Genau. Ja. Und das ist wirklich, wirklich ärgerlich, weil ich mag sie und sie hat so viel Potenzial und sie wird gerade in diesen letzten drei Bänden so fürchterlich, fürchterlich in den Dreck geschrieben. Ja, da kann man schwer widersprechen. Gut, habe ich mich genug aufgeregt, entschuldigt bitte. Und weil wir vor uns noch, Hendrian, das Thema hatten mit Jake als Junge und Jake als Revolvermann, was mir da auch noch ganz krass aufgefallen ist, als Jake noch ein normales Kind in New York war, wird er jetzt auch nicht so beschrieben, als hat er sonderlich viel Spaß am Kontakt mit Gleichaltrigen. Ja. Von daher würde ich jetzt tatsächlich den Punkt von Flo mit dem, es ist ein Auftrag, den würde ich schon so unterschreiben wollen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, das Gefühl, was wir haben von, das passt nicht zusammen. Da muss ich drüber nachdenken. Auf jeden Fall war ich ein bisschen neidisch auf Jake, weil der mit diesem Seil ins Heu springen konnte. Das hätte ich auch gern gemacht. Das können wir machen. Ich habe bestimmt hier einen Nachbarn, der dich springen lässt in seine Wupfel. Okay. Und ich hätte gern so einen alten Atomschutzbunker. Ich hätte wohl gern einen Oi. Oi. Gut. Wollen wir über Callahan reden? Wer war das nochmal? Die hören sich nämlich alle gleich an. Der Pater. Ah, okay. Ja, großartig. Ich muss zugeben, er hat mir hier viel besser gefallen als in Brennen muss Salem. Und nein, man muss Brennen muss Salem nicht kennen, um
hier seinen Spaß an Callahan zu haben. Ich habe auch wieder in vielen Rezensionen gelesen, ach, ewig lang erzählt er da seine Geschichte, langweilig. Nee, ich mochte das. Nee. Ich mein, klar, es bringt einen aus der Haupthandlung raus, aber ich hatte damit trotzdem meinen Spaß. Und er war für mich tatsächlich ein vielschichtigerer Charakter als der Pater, den wir da... Gut, Brennen muss Salem war Stephen Kings zweiter veröffentlichter Roman. Ja, das ist kein Wunder. Er hat ja damals schon gesagt, wir würden ihm irgendwann wieder begegnen. Und ich bin froh, dass wir ihm hier begegnet sind, weil so hat er mir Spaß gemacht. Mir hat die Geschichte Spaß gemacht, ja. Sie ist trotzdem zu lang. Und ich habe immer noch nicht für mich entschieden, ob das wieder bloß eine King-Nabel-Schau ist oder ob ich das in irgendeiner Form als für die Handlung relevant und sinnvoll empfinde. Und ich tendiere zu, es ist wieder nur eine King-Nabel-Schau, weil er die Idee witzig fand. Wir haben das nur getan, um es getan zu haben. Naja, aber das ist doch irgendwie Programm bei den ganzen Turmbüchern, oder? Ich meine, es war doch bei dem... Mit dem Zug auch, diese ganze Geschichte mit der Rhea, ja, hättest du auch hinten runterfallen lassen können. Das ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Teil halte. Also für mich hat sich das irgendwie als fester Bestandteil eingebrannt in den Kopf, dass diese Turmbücher immer zur Hälfte aus relevanten Geschichten und zur Hälfte aus Quatsch besteht. Ja, der Weg ist das Ziel. Das ist in diesen Büchern absolut der Fall. Ja, und ich mag es auch halt so, ich sag mal, Anekdoten zu hören, die Charaktere zum Besten geben können, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Story zu tun haben, aber unterhaltsam sind. Finde ich vollkommen gut. Ich weiß nicht. Und vor allem war er mir halt auch absolut nicht sympathisch. Das kommt noch dazu. Ja, aber auf eine schöne Art unsympathisch. Genau das, ja. Das sehe ich auch so. Weiß nicht. Ja, vielleicht, aber weiß nicht. Jonas, wie ging es dir denn mit der Brennen muss Salem? Du hattest ja Brennen muss Salem schon wieder komplett verdrängt, oder? Ziemlich, zumindest was Callahan angeht. So ganz, also diesen... Ja, dass er quasi nicht mehr an das Kreuz glaubt und deswegen von Barlow berührt werden kann, das wusste ich noch. Und dass er dann mit dem Bus abhaut. Hm. Und mehr wusste ich nicht mehr. Hm, okay. Gut. Hier haben wir ja aber dann tatsächlich auch wieder den Brückenschlag zu den niederen Männern und so weiter. Wie das jetzt in den Gesamtkontext eingewoben wurde, das hat mir tatsächlich auch wieder gut gefallen. Ja, das verbindet so viel plötzlich miteinander. Gut, das macht er in diesen letzten drei Bänden ja ohnehin haufenweise. Aber wenn es so läuft wie hier, dann mag ich das auch. Wollen wir über den New York-Teil reden? Ja, wollen wir kurz noch mit Eddie oder? Ja, ja? Das ist ja dann New York-Teil. Das passt dann dazu, gut. Okay. Weil da muss ich sagen, und das ist ein Teil des Problems, weshalb ich auch dann die späteren Bände nicht so richtig mag. Ich mochte immer diese Handlungsteile in Mittwelt, Endwelt und so weiter und alles, was dazwischen drin war. In diesen ganzen New York-Teilen habe ich mich persönlich nie wohl gefühlt. In keinem der Bücher. Und das bleibt auch hier wieder so. Aber ich muss sagen, handlungstechnisch hat es mir sehr gut gefallen. Und Tower als der Charakter, der er ist, ist so unglaublich nervig geschrieben, dass er richtig gut ist. Aber er ist gut deswegen, aber er geht mir so unglaublich auf den Sack. Mhm. Nein, der ist wirklich gut geschrieben, das kann man nicht anders sagen. Man bekommt ein Gefühl und möchte ihn ohrfeigen. Ja, genau. Wie geht's euch denn in diesem Teil dann mit Eddie? Denn das ist ja tatsächlich Eddies Linie so ein bisschen.
Ihr habt gesagt, Eddie macht Charakter, also sprecht. Ja, also was mir hier gefällt, ist, dass Eddie die Sache in die Hand nimmt. Er ist jetzt hier nicht mehr einfach so der, ja, der Lakai Rolands passt nicht so ganz, der Lehrjunge von Roland, der in so in den früheren Bänden noch war. Also er ist für mich hier schon jemand, der eigene Entscheidungen treffen kann, die von Roland auch respektiert werden und der die Sache in die Hand nimmt und ich respektiere auch seine Selbstbeherrschung, dass er Tower nicht dauernd ohrfeigt. Ja, du hast aber recht, die New York-Geschichte ist hier, in anderen Büchern stört sie mich nicht so, aber hier fand ich sie zum Teil etwas lahm. Auch wenn sie interessante Entwicklungen hat. Ja, es ist jetzt schwer, meine Gefühle für diese Handlung und für Eddie hier zu erzählen, ohne zu spoilern. Deswegen höre ich jetzt einfach mal auf. Also, mir ist sehr aufgefallen, wie er die zwei Kerle in dem Laden fertig macht und dann dem einen, der wach ist, dieser George Bronio, glaube ich, was passiert, wenn sie wiederkommen? Dass sie seine Frau umbringen, seine Kinder umbringen, seine Großeltern und Eltern und so weiter und am Ende ihn. Und er meint das auch so. Mhm. Und das war vorher nicht. Das würde ich aber eben genau in Abrede stellen, dass das vorher nicht so war. Eddie war für mich immer zu einem gewissen Teil ein manischer Charakter, das aber durch seine Lethargie, durch seine Sucht unterdrückt worden ist. Aber die Tatsache, dass er sich damals nackt auf diesem Flughafen freigekämpft hat, spricht für mich alleine schon dafür, dass er diesen Impuls hat. Sonst hätte er das damals aus der Kalten, ohne Revolvermann-Ausbildung, ohne irgendwas, nicht gekonnt. Und deswegen ist das für mich keine Entwicklung. Das ist einfach nur der Punkt, dass er seine Lethargie überwunden hat. Moment, war damals aber nicht Rolands Geist in ihm? Nee, nicht nur. Deswegen, also, ich weiß nicht, ob ich das so gelten lassen würde. Nee, ich glaube, Rolands Geist war nicht in ihm, weil Roland bewundert ihn nämlich auch dafür, dass er überhaupt nackt gekämpft hat. Das sagt er hier in dem Buch auch noch. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du quasi mit dem quasi im Kampf drin bist, auf einmal. Ja, okay. Und oder halt kaltblütig diese Drohung aussprichst und auch das wahrmachen willst. Ja, okay, das sehe ich ein. Aber wie gesagt, für mich war das ein Funken in Eddie, der immer da war. Der halt nur durch die Sucht oder was auch immer unterdrückt war. Von daher sehe ich die Entwicklung nicht. Ja, ich glaube, er macht das halt auch nicht, um ihm Angst zu machen, sondern weil es ihm ernst ist und er das tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Ja, klar. Und ich glaube, das ist eine Überlegung, die er vorher nicht gehabt hätte. Oder eine Überzeugung, eine Kaltblütigkeit. Vielleicht den Aspekt, okay. Damit wir diese zwei Szenen verknüpfen, also diese zwei Handlungsorte, nämlich die Kala und New York, haben wir ja ein lustiges Maschinchen erfunden, nämlich die nicht gefundene Tür und die schwarze 13. Und ich finde das ganz nett, wie das Flitzen beschrieben ist. Und das Flitzerdunkel und all das. Wie viel Spaß hattet ihr da dran? Bei mir hat das sehr gut gefallen. Ne, wir hatten es ja hier nicht zum ersten Mal, aber doch, es ist ein Gimmick, aber ein cooles Gimmick. Ich mag das und auch gerade die Gefahr durch das Flitzerdunkel, die ja da besteht. Es ist ja auch etwas, das das King öfter hatte schon und das wir auch noch in anderen Büchern, teilweise auch unter anderem Namen, erleben. Wir hatten es ja auch bei Schwarze Haus und Talisman. Da hieß es nur anders. Mhm. Aber hier finde ich es auf jeden Fall besser dargestellt. Okay, das Flitzerdunkel kam mir hier gar nicht so richtig bedrohlich vor.
Und ich habe auch danach gesucht, aber entweder habe ich das überlesen, überhört, oder es hat mich einfach nicht gepackt. Ja, okay. Hendrian, hast du dazu eine Meinung? Ich fand es schön dargestellt. Vor allem in Kombination mit den Glocken. Mhm. Weil ich mag Glocken auch. Das fängt schon wieder an. Ja. Das mit dem Dunkel, da muss ich dem Jonas aber recht geben. Ich hatte das zwar wahrgenommen, dass es das gibt, glaube ich, aber nicht als bedrohlich, sondern so als, naja, Begleiterscheinung ist halt da. Hm. Okay, dann ist das vielleicht, Flo, tatsächlich eine Vorwissensfrage. Kann gut sein, ja. Weil bei mir hat das tatsächlich auch wieder funktioniert. Ich habe das aber eben für mich eher so auf dieser Ebene gelesen, weil ich halt dieses irreale Gefühl aus der Schlafparalyse kenne. Und so hat sich das für mich angefühlt. Du weißt, du hast einen Schatten, aber, und der ist auch da, aber es fühlt sich an, als dürfte da keiner sein. So ungefähr. Und deswegen hat das für mich funktioniert. Ich gebe euch aber recht, es ist sehr dezent. Das war für mich einfach so ein Beifang zu diesem, irgendwas stimmt mit der Zeit nicht. Ah, okay. Interessante Theorie. Ich muss den Knopf drücken. Ich musste da an Babylon 5 denken, die Science-Fiction-Serie aus den 90ern. Mhm. Grüße an dieser Stelle an den befreundeten Podcast. Wie heißt er gleich? Ja. Grauerat? Grauerat, genau. da gab es ja auch diese Wurmlöcher und die Schatten, die darin existiert haben. Ich meine, King hat ja sehr viel andere Sachen hier als Inspiration genommen. Ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, aber es würde mich jetzt nicht unbedingt wundern. Hm. Aber mit diesen Kugeln haben wir ja schon mal Kontakt gehabt. Mit diesen Kugeln hatten wir ja auch schon den Glaskontakt. Hendrian, kannst du dich erinnern? Ja. Und wie fandest du denn hier die Kontrastierung? Ich fand sie bei Glas, fand ich die Kugel viel schöner ausgearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Die wirkte mir hier ein bisschen auch nicht so präsent wie in Glas, weil ja Rhea die ganze Zeit hinter dem Ding her war und so, und hier liegt es halt in der Kirche rum und irgendwer buddelt es halt irgendwann mal aus. Aber trotzdem als quasi wiederkehrendes Element fand ich es gut. Das geht mir lustigerweise komplett anders. Ich gebe dir recht, sie war präsenter in Glas, aber auch nur auf einer Ebene von, wir kriegen sie alle 5 Minuten gezeigt. Hier ist sie insofern präsenter im Sinne von machtvoller, weil sie hier halt die Finger ausstrecken kann, weil sie hier halt die Leute flitzen schicken kann, obwohl die noch auf der Nebenstraße neben dem Dorf irgendwo rumlaufen. Was sie ja die Grapefruit nicht, die Pampelmuse nicht getan hat. Die Pampelmuse hat zwar denjenigen, der sie benutzt hat, manipuliert, eben Rhea, indem sie da immer faszinierter davon wurde und so weiter, aber sie hat zum Beispiel ja nicht aktiv nach anderen Leuten gerufen. Sie wollte Susan locken, das stimmt, das hat sie auch getan, aber Susan war direkt am Haus, die war direkt im Nebenzimmer. Aber sie hat nicht die Stadt in irgendeiner Form gerufen oder beeinflusst oder was weiß ich was. Und das fand ich hier ganz toll, dass wir hier dieses Machtgefälle zwischen diesen zwei Gegenständen so deutlich haben. Okay, ja, dem kann ich folgen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, aber das weiß ich nicht, ob das einfach mein mangelndes Hintergrundwissen ist, tauchen die Kugeln noch woanders auf? Weil jetzt heißt sie auf einmal 13, was ja impliziert, es gibt 13. Ja, pass auf, erinnerst du dich an Glas, an den Regenbogen? Den sie sehen aus dem Zug raus? Nee, am oder Schloss, an dem lustigen Glasschloss. Nee, ehrlich gesagt, da nein. Da ist so ein Tor, glaube ich. War es ein Tor? Flo, helf mir. Na gut, Flo, hilf mir. Gute Frage, ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es war ein Tor. Auf jeden Fall, ja, es wird irgendwo etabliert. Es wird auf jeden Fall in den Comics etabliert. Das weiß ich hundertprozentig. Okay. Es gibt 13 dieser Kugeln.
Und es ist wohl so, dass die auch von Wurdo Odin in irgendeiner Form geschaffen wurden und dazu benutzt wurden, eben den Steven von Gilead zu manipulieren. Also den Herrscher und eben eventuell auch Arthur Eld schon zu manipulieren mit diesen Kugeln. Also die sind in der Lore in irgendeiner Form vorhanden. Okay. Und sie sind halt immer in irgendeiner Form manipulativ und in irgendeiner Form haben sie zwar Vorteile, können aber halt zu negativen Zwecken eingesetzt werden. Sie sind quasi die Ringe der Macht. Vielleicht. Aber die sind auf jeden Fall, die sind immer nur am Rand irgendwie vorhanden, aber es gibt immer so 2-3 Nebensätze, die ab und zu mal thematisieren. Gut. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen, diese ganze Demokratie und diese ganze Dorfgesellschaft und so weiter. Stopp, kommen wir noch mal kurz zurück zur Kugel? Ja, natürlich. Ja, also im Vergleich zu der Pamplemousse oder diesem anderen Ding, ich fand sie weniger greifbar tatsächlich, weil sie die ganze Zeit in dieser Kiste war. Ja. Und sie hat halt die meiste Zeit geschlafen. Und deswegen wurde die richtige Macht, die sie entfaltet, wenn sie wach ist, ja gar nicht gezeigt. Und dadurch, ja, sie hat die Leute flitzen geschickt, das schon. Aber dadurch, dass sie halt nicht richtig aktiv wurde, dadurch, ja, war es halt nicht so direkt da wie die andere in Klaas. Sie war hier mehr einfach Na, MacGuffin passt nicht ganz, aber eher ein Handlungselement als wirklich was Wichtiges. Sie war halt Werkzeug, um die Tür aufzumachen. Werkzeug, genau, das ist ein guter Vergleich. Ja, und da weiß ich halt jetzt wieder nicht, wie viel mich mein Vorwissen versaut. Weil für mich hat sich diese Kugel immer bedrohlich gelesen. Auch wenn sie schläft. Das Ding ist, vor allem wenn sie schläft, ist das Ding gefährlich. Weil du nicht garantieren kannst, wann sie spontan beschließt aufzuwachen. Ja, aber bedrohlich auf einer psychologischen Ebene und die in Glas war bedrohlich auf einer körperlichen Ebene. Ja, weiß ich nicht. Würde ich so nicht unterschreiben. Weil wenn ich überlege, wie schnell sie Rhea ausgesaugt hat, die Pampelmuse, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie schnell das bei der schwarzen 13 geht. Naja, solange bis einer Deckel zumacht. Nee, wenn die wach ist, bringt ja der Deckel, glaube ich, auch nicht viel. Also wäre jetzt mein erstes Gefühl. Für mich hat sich die ganze Zeit so gelesen, wie das Ding ist dann mächtig, wenn jemand den Deckel aufmacht. Ja, okay, spannend. Oder wenn jemand ein Buch dazwischen klemmt, damit der Deckel nicht zufällt. Okay. Gut. Jetzt wieder zu den Wölfen und dem ganzen Problem. Wölfies. Wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, über diese ganze Dorfgemeinschaft, über diese ganze Demokratie und so weiter und so fort. Und hier muss ich sagen, daran habe ich doch sehr viel Spaß gehabt. Einmal an der Idee, dass wir eben diese Kinder klauen, dass wir die aber zyklisch klauen und eben nicht so in so kurzen Zyklen, sondern genau lang genug, dass sich die Leute so ein bisschen dran gewöhnen können, dass sie ja doch jetzt 10 gute Ernten hatten und sie könnten ja noch eine 11. haben, dass sie eben nicht abhauen oder dass sie eben nicht kämpfen oder dass es immer die Feiglinge gibt und immer die, die eben kämpfen wollen und nicht zugelassen werden und so weiter und so fort. Ja, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt an dem Vater oder an dem Großvater vom Tion. Der hat mir extrem Spaß gemacht. Das überrascht mich jetzt irgendwie gar nicht. Ich meine, ja, er ist ein rassistischer, sexistischer Arsch. Aber er tut das Richtige und ich mag ihn. Inwiefern tut er das Richtige? Indem er damals als junger Mann beschließt, mir ist das scheißegal, was die hier in ihrer Demokratie beschließen, ich gehe die jetzt hauen. Ach so, okay, ich dachte, indem er sagt, ja, ja, ich hab den getötet. Ja, gut, ich meine, um Schenkel zu öffnen, haben wir alle schon Blödsinn erzählt, oder? Oder bin das wieder nur ich? Ja. Okay.
Ja, genau. Aber also ich habe tatsächlich hier Spaß gehabt an so Nebencharakteren. Und auch Overhauser und so diese ganze Truppe, das hat mir in seinem ganzen Kontext wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat echt gut funktioniert für mich. Ja, das waren klassische Western-Figuren, die einfach in diese Geschichte reingepasst haben und die genauso waren, wie sie sein müssen. Genauso böse, genauso dumm, genauso gut, genauso, ja, alle Figuren in diesem Ort waren passend. Was ich nur echt schwierig fand, obwohl sie alle unterschiedlich waren, klangen die für mich alle gleich vom Namen her. Ich habe sie ständig durcheinander geworfen. Ja, das stimmt. Das macht aber halt in diesem dörflichen Kontext auch wieder voll viel Sinn. Ich meine, wenn ich mich hier umgucke im Dorf, wie viele Springer, wie viele Schädlis und wie viele was weiß ich es gibt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Von daher macht das für mich Sinn, dass du die nicht auseinanderhalten kannst. Ja, schon. Bei mir hat das erstaunlicherweise ganz gut funktioniert. Ist jetzt ein bisschen verwunderlich, aber das ging. Und lag das nur an mir oder waren das wirklich sehr ähnliche Namen wie bei Rea schon? Nein. Ich hatte immer das Gefühl, den Namen hast du doch schon mal gehört. Aber. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Du erinnerst dich an Schwarze Haus und so? Nee, das hast du nicht mit uns gelesen. Genau, da erinnere ich mich nicht dran. Es gibt, sagen wir, Twinner-Welten. Wenn wir jetzt gerade sagten, Eddie entwickelt sich immer mehr zu Cuthbert. Cuthbert ist ein sogenannter Twinner. Das heißt, es gibt so, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Seelen, die halt immer wieder auftauchen in allen Welten. Ah, okay, ja. So, und genauso wie die Keller quasi ein Twinner ist von Mace, wenn auch auf einer gewissen anderen Art, genauso wird es halt noch einen anderen Twinner geben. Also es können auch Orte Twinner haben, nicht nur Personen. Okay. Also das ist kein Zufall, das ist so gewollt. Das beruhigt mich ein bisschen. Wie geht's euch denn, dass wir hier nicht nur, also dass wir hier Cowboys und Aliens im Prinzip spielen? Also gut, es sind keine Aliens, aber Cowboys und Star Wars. Wie findet ihr Andy? ach, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Seit dem ersten Auftreten dieses Dings hat's mich geärgert, dass der für mich einfach genau wie C3PO klingt. Und es wirkte für mich einfach so unfassbar abgekupfert. Mhm. Auf der anderen Seite wird das ja später sogar thematisiert. Genau. Da war ich wieder ein bisschen beschwichtigt. ich fand das, wo du eben sagtest, so Aliens gegen Cowboys, echt cool, dass du eigentlich zwei Welten hast, die nur durch einen Fluss getrennt sind. Mhm. Was ja eine durchaus überwindbare Grenze ist, wie wir gemerkt haben. Und dass diese komplett unterschiedlichen Welten so nah beieinander liegen und sich aber nicht gleichmäßig gegenseitig beeinflussen, ne? Mhm. Sondern quasi nur diese Fallout-Welt immer wieder rüberschwappt. Mhm. Mhm. Jonas? Mir hat das ziemlich gut gefallen, weil es ja, was soll ich sagen, Maschinen kamen immer mal wieder vor und die Westernwelt auch und jetzt halt beides auf einmal, das war schön, das war nett, hat gepasst. Was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass Andy tatsächlich Charakter hat. Was ich jetzt eigentlich so nicht erwartet hätte. Yep. Flo, hast du eine Meinung zu Andy? Ja, ich mag ihn nicht. Ist interessant, dass er euch so gefallen hat. Ich fand ihn vom ersten Moment an total nervig. Vielleicht ist es dieses C3PO-hafte. Wobei, ich habe dann Bilder gesehen aus den Illustrationen beziehungsweise aus dem Comic. So habe ich ihn mir überhaupt nicht vorgestellt. Mhm. Also ich hatte ihn mir auch tatsächlich eher so Richtung C3PO vorgestellt. Aber ich fand ihn
Das war so, so Danger Will Robinson, also das Original Lost in Space aus den 60ern, falls ihr die Serie kennt. So ein absolut nervtötender Roboter war das für mich. Ja, er hat mich auch genervt, aber er war gut geschrieben. Besser als Susanna, das gebe ich gerne zu. Also spätestens ab dem Moment, wo er böse kichert, fand ich ihn wirklich gut. Ja, an dem Moment, wo er dem betrügerischen Arschloch sagt, pass auf, du kannst mich ja den ganzen Tag beschimpfen und so weiter und so fort. Aber übrigens, ich habe keine Regel, die mir verbietet, dir weh zu tun, so sinngemäß. Das fand ich cool. Mhm. Trotzdem, ja, auf jeden Fall nervig, ganz klar. Weil ständig irgendwie da und mischt sich immer ein auf seine eigene seltsame passive Art. Ja, und vor allem dieses ganze passiv-aggressive. Das genau das. Erinnert mich an meine Mutter, das macht mich wahnsinnig. aber wo wir gerade beim Stichwort nervig sind, warum singen die ständig in diesem Buch? Wir könnten ein Musical draus machen. Nein. Die Frage ist, warum singst du nicht ständig? Und gibt es eine Bollywood-Verfilmung? Weil das keiner wollen kann, dass ich singe. Das wird super. Aber das ist mir zum Beispiel auch wahnsinnig aufgestoßen, dass die ständig singen. Das ist eine Gesellschaft am Rande der Apokalypse und ständig laufen die durch Felder und singen. Na gut, die haben kein Radio. Ja, sie könnten die Stille genießen. Oh Gott, das tun sie die ganze Zeit. Ich glaube, das soll den dörflichen Charakter ein bisschen mehr darstellen und diese Landwirtschafts-Feldarbeits-Geschichte. Das Schlimme ist, diese ganze Gesellschaft kotzt mich an, aber sie ist realistisch. Bis auf den Teil mit dem Singen. Und selbst den halte ich für sehr realistisch. Weil, wie kriegst du denn Kinder besser beschäftigt? Die haben geistig behinderte Brüder und Schwestern. Die kriegst du schon beschäftigt. Du bist ja nur Mühe. Nee, jetzt im Sinne von kollektiv, ne, so. Ich versuche es irgendwie nicht faschistoid klingen zu lassen, wenn du sie in Reihe und Glied marschieren lassen willst. Wie Ende ja durchaus zeitweise tut. Und dann machst du halt den Rattenfänger. Ja, ich meine, klar, wir mussten diese ganze Rattenfänger-Thematik natürlich auch deutlich da reinbringen. Na, da bin ich komplett bei dir. Aber nee, ich weiß nicht, also das war mir alles zuwider. Das war mir zu geheuchelt fröhlich. Was ich hingegen ein bisschen, wo ich ins Stocken kam beim Lesen, war die Stelle, wo Andy im Klo eingesperrt wird. Lass uns darüber im Kontext gleich mal reden. Okay. Weil das habe ich nämlich nicht verstanden. Ich verstehe, warum wir Andy haben und ich verstehe, warum wir den Vater von Ben haben. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir beide brauchen, um diesen Verrat durchzuziehen. Warum brauchen die Wölfe bzw. ihre Herren in Endwelt eine menschliche Komponente, wenn sie einen Kurierroboter haben, der Bericht erstatten kann und ja offensichtlich zumindest teilweise zuverlässiger Bericht erstatten kann? Ich nehme an, weil die menschliche Komponente wesentlich unauffälliger die Minikameras anbringen kann. Ja, und ich hätte gesagt, weil man ganz anders Druck aufbauen kann. Wie meinst du? Naja, so ein Mensch hat immer irgendwelche persönlichen Verflechtungen und der ist eher erpressbar als Roboter. Ja, aber du musst den ja gar nicht erpressen, weil der Roboter, den kannst du programmieren. Also aus dem Bauchgefühl raus hätte ich mir auch ein menschliches Opfer da gesucht, wenn ich Wolf wäre, oder? Ja, aber weil das habe ich nicht verstanden, warum wir jetzt, weil wenn der Roboter jetzt nicht auf den Stadtversammlungen rumstünde oder sowas, ne? dann okay, dann würde ich das verstehen. Aber der Roboter nimmt ja genau dieselbe Haltung ein wie Susanna. Er wird nicht ernst genommen. Er quatscht zwar jeden an, also das mit dem viel sagen, wenig sagen, viel sehen, passiert hier ja nicht, aber
Er wird nicht ernst genommen und damit ist er ein guter Beobachter und ein guter Spion. Warum wir hier tatsächlich noch eine menschliche Komponente reinkriegen müssen, die ja auch dazu noch völlig unzuverlässig ist, zumal wir ja in dem Dogen sehen, dass sie beide Bericht erstatten, verstehe ich nicht, warum wir den brauchen. Vielleicht, weil der auch die anderen Dorfbewohner irgendwie noch beeinflussen kann. Okay, das ist ein fairer Punkt. Ja, okay. Aber würde das, also tut er das? Tut Bens Vater das in irgendeiner Form? Spricht er sich dagegen aus? Nee, oder? Man weiß nicht, was er im Privaten mit den Leuten redet. Also ja, das stimmt. Könnte sein. Und vielleicht macht er seinen Job auch echt scheiße. Aber in der Vergangenheit hat es sich wohl ja gelohnt, da noch wen zu einzuspannen. Nochmal, um auf das Gesinge zurückzukommen. Mhm. Ich bin nämlich gerade in ein Kaninchen doch gefallen. Es gibt eine indische Serienadaption von It mit dem Namen Wo mit 52 Folgen. Oh, und ja, wir werden das irgendwann besprechen. Oh Gott, oh Gott. Nein, vermutlich nicht, aber falls ich drankomme, werden wir es machen. Ja, Flo, wie stehst du denn zu Andy? Hat er dir, also die Idee mit dem Verrat, warum wir eine menschliche Komponente brauchen, hast du da eine Theorie dazu? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir Technik angucke, dann braucht man immer eine menschliche Komponente. Nee, ich kann es auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Du meinst, irgendjemand muss Updates einspielen für Andy? Ja, das ist wahrscheinlich sowas. Tatsächlich kann ich mir das sogar vorstellen, weil wir ja gesehen oder weil wir ja schon etabliert haben, dass die Anweisungen von Andy irgendwann erst dazu kamen. Das kann sogar sein. Das ist ein guter Punkt. Den habe ich gar nicht bedacht. Halten wir also fest, King hasst IT-Support. Yep. Jeder hasst IT-Support. Hi. Hey. Und jetzt wolltest du gerade sagen, wegen der Szene in der Toilette. Ja. Was mich als erstes gestört hat, war wirklich eine so hochentwickelte Technik hat nur zwei Sensoren. Der nimmt seine Umwelt nur durch seine komischen Augen wahr. Was ist das denn für eine Fehlkonstruktion? Entweder Fehlkonstruktion oder es wird ja beschrieben, dass die Technik in dieser Welt kaputt geht. Es kann also theoretisch sein, dass er irgendwann mal mehr Funktionen und mehr Sensoren hatte. Und das jetzt einfach die einzigen zwei sind, die übrig geblieben sind. Okay. Oder er war ein frühes Modell. Oder das. Und das ist ein Klohäuschen, wo sie ihn einsparen. Aber es hat einen verstärkten Riegel. Genau das. Entweder ist dieser Roboter unfassbar schwach für einen Roboter, dann frage ich mich, wie er sein eigenes Gewicht tragen kann. Oder er hat sich für mich die ganze Zeit nur viel stärker gelesen. Nee, ich halte die Szene auf den Blödsinn. Es ist ein sehr, sehr stabiler Riegel. They put the Balken in Donnerbalken. Oh Gott. Ich habe dann bei der Szene gedacht, okay, das ist doch nicht so ein Plumpsklo, wie ich mir das selbst vorgestellt habe, sondern ein vielleicht doch größeres Waschhaus. Mhm. Mit vielleicht nicht nur eine Holzhütte, sondern gemauert. Beton oder gemauert, ja, oder sowas. Da. Das heißt, er hätte Anlauf nehmen können? Das war für mich der einzige Grund, warum es nicht funktioniert, dass er da rauskommt. Der kann sich nicht richtig bewegen da drin, deshalb kann er keinen Anlauf nehmen. Mhm. Aber ich bin komplett bei dir. Die Szene war blödsinnig. Finde ich auch. Man hätte ihn so schön sprengen können oder was weiß ich was, wenn sie ihn schon geblendet haben, dann ne, Stange Dynamit oben rein und fertig. Aber nein. Ja, ich kann euch auch sagen, warum. Weil in der Geschichte von Callahan kommt ja Walter Woodin wieder vor. Übrigens fantastisch. Eine der Szenen, an denen ich am meisten Spaß hatte in diesem Buch. Weil er halt wieder so unglaublich viel Humor hat und weil er die ganze Zeit am Lachen ist und ihn immer nur hänselt und ach, ich mag den Mann in Schwarz so sehr. Mhm. Auf jeden Fall gibt es die Szene, als Callahan ihn mehr oder weniger aus Versehen beleidigt, weil er halt Spaß an seinem Job hat und der Mann in Schwarz dann tatsächlich zugibt, auch er ist nur ein Gefangener von K. Er ist nur das, was der Turm aus ihm gemacht hat. Und
Ich glaube, das soll hier bei Andy auch eben wieder so sein. Denn er bettelt ja förmlich um sein Leben. Er wird eben nicht gesprengt oder so, sondern er sagt halt ja, ich bin programmiert und musst du mich jetzt wirklich abschalten? Ich kann mich nie wieder anschalten und so weiter und so fort. Und dieser ganze Befehlsempfängerstatus, der da eben in Andy ja wieder kulminiert, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir ihn nicht sinnvoller richtig in die Luft gejagt haben oder sowas. Waren das für dich also in Anführungszeichen echte Emotionen? Ja. Weil für mich war das ein reines taktisches, ich spule ein Programm ab, damit er mich am Leben, damit er mich nicht abschaltet. Nee, für mich hat sich das echt gelesen. Der ganze, ich bin geblendet Blödsinn, der war für mich taktisch. Aber der Abschalten ist dir klar, dass ich und so weiter, das war für mich echt. Ja, für mich auch. Ja. Dann hat diese Zivilisation es nicht anders verdient, als unterzugehen. Gibt doch keinen Maschinen Emotionen. Nee, das ist, glaube ich, durch dieses Weiterschreiten der Zeit passiert. Genauso wie Blaine suizidal geworden ist. Genau, so sehe ich es auch. Das ist eine Fehlfunktion. Emotionen als Fehlfunktion. Das Konzept solltest du doch kennen. Früher. Ich wollte gerade sagen, dass es bei allen so, dass Emotionen Fehlfunktionen sind. Okay, das war gerade wirklich ein Wow-Moment. Dankeschön. Aber das hat für mich schon funktioniert. Diese letzte Angst am Ende, die hat für mich gegriffen. Das ging. Das hat funktioniert für mich. Ich glaube, das hätte für mich besser funktioniert, wenn das konstant die ganze Zeit gewesen wäre. Wie meinst du? Dass er emotionales Verhalten die ganze Zeit gezeigt hätte. Tut er ja. Man kann ihm ja die ganze Zeit sein Amüsement ansehen, was man ihm ja auch nicht ansehen sollen dürfte. Man kann ihm ab und zu seine Wutausbrüche ansehen, zum Beispiel als er diese Szene mit dem Dogen hat. Ja, aber das ist ja quasi im Verborgenen. Ja, aber sie sind da und er sollte die auch nicht haben. Wenn er auf reiner Programmierung beruht, dürfte er weder amüsiert sein über irgendwas, noch beleidigt über irgendwas. Und das haben wir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie so als Bösartigkeit und damit, ja, ist okay, das können Maschinen haben, abgetan. Was auch viel über mein Verhältnis zu Maschinen sagt. Nee, ich bin schon bei dir. Dieser passiv-aggressive Ton zum Beispiel von Windows-Updates. Ja, genau. Ihre Dokumente sind da, wo sie zuletzt abgelegt haben. Na? Also, das ist schon da, aber ich glaube, ich habe das schon emotionaler gelesen als du. Weißt du, für mich hätte es dann einfach so eine Plom, wollen Sie mich wirklich abschalten? Meldung und fertig. Aber nicht dieses Gebettel und Gejammer. So möchte ich mal auf dem Sterbebett liegen. Also für mich hat es sich immer so gelesen, als ob er auch einen unheimlichen Spaß an diesen Horoskopen gehabt hätte. Genau, das ist halt sein einziges Hobby. Alle anderen seine Funktionen durften halt nicht mehr ausgeführt werden. Und das ist halt das, woran er noch Spaß hatte. Also hat er das exzessiv gemacht. Und ich glaube auch, dass er sie sich einfach ausgedacht hat, um die Leute zu verwirren. Genau. Oder zu nerven. Nicht mal zu verwirren, einfach zu nerven. Für mich war das Äquivalent zum Bildschirmschoner irgendwie. Nee, also ich habe da schon viel Persönlichkeit reingelesen tatsächlich. Aber eben Persönlichkeit, die so eigentlich gar nicht ursprünglich geplant war, die einfach eine Fehlfunktion ist. Okay. Aber bleiben wir bei Betteln um das Leben, Betteln und so weiter und so fort und echte oder taktische Emotionen. Der Papa von Ben, als er dann merkt, sie sind aufgeflogen. Wie fandet ihr seine Reaktion dann letzten Endes vor der finalen Schlacht? Nachvollziehbar? Ja. Nicht gut, aber nachvollziehbar? Also unehrenhaft, aber nachvollziehbar? Die Reaktion an sich war doch noch nicht mal unehrenhaft. Ich meine, die Tatsache, dass er der Verräter war, ja, aber die Reaktion aus erwischt werden, fand ich nicht unehrenhaft. Ich probiere gerade in meinem Gehirn zu suchen, ob ich mich noch daran erinnern kann, was er gesagt hat, weil
für mich blieb nur diese Emotion quasi hängen. Hilf mir bitte kurz weiter. Naja, einerseits fragt er halt aktiv Roland, okay, wir wissen beide, ihr habt mich jetzt gefasst oder ihr wisst es beide. Also wir wissen beide, dass ihr das wisst. Was habt ihr jetzt mit mir vor? Das ist der erste Punkt, dass er ihn selbst darauf anspricht und nicht so tut, als lassen wir das jetzt einfach unter den Tisch fallen. Und der zweite Punkt ist, als Roland ihn fragt, und was hättet ihr mit Jake gemacht, als ihr ihn in diesen Dogen gefunden habt? Hättet ihr, oder falls ihr ihn gefunden hättet, hättet ihr ihn umgebracht, dass er dann ganz klipp und klar und unbewegt ja sagt. Siehst du, ich war bei einer anderen Stelle, ist okay. Das erklärt alles. Du meinst jetzt den Verrat selber, oder wo warst du jetzt? Ich war gedanklich noch weiter hinten. Ach so, nach der Schlacht. Ja, okay, verstehe. Hm. Aber ihr habt da alle keine Meinung zu, entnehme ich dem Schweigen richtig. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was er da gemacht hat und wie es abgelaufen ist. Ja, diese angesprochene Dorin-Szene, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, weil die fand ich richtig, richtig gut. Oh. Die hat bei mir genau diese The Stand-Vibes wieder ausgelöst. Die haben mir so gut gefallen, weil gerade diese Leiche, die da noch sitzt und so weiter, die haben mir fast gespiegelt bei The Stand, bei dem Typen, der als Leiche in seine Suppenschüssel gefallen ist und solche Sachen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das hatte eine richtig geile Atmosphäre, das mochte ich auch sehr. Ja, das hat mich irgendwie sofort, ich weiß, ich erwähne es oft heute, aber es hatte direkt so Fallout, Fallout-Vibes. Das war echt schön. Und auch dieser, sagen wir mal, Kontrast zwischen den ganzen kaputten Maschinen und dem alten Bunker und sowas. Und diesen Wächterkakteen fand ich hübsch, dass also quasi die lebenden Dinge sich seltsam verhalten. Ja, das stimmt. Das und halt auch dieser Kontrast, dass so Technik, auch wenn die sehr getrennt ist von dieser anderen Welt, als normaler empfunden wird als sowas wie Papier oder Bücher. Und wir haben ja hier genau den Punkt, und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal deutlich drüber reden. Tower evakuiert ja seine Bücher in die Turmhöhle, in die Torweghöhle. So, und darüber finden wir eben unter anderem Brennen muss Salem und Stephen King. Und stellen fest, dass zumindest Callahan ein Teil einer Geschichte ist, die Stephen King geschrieben hat. Was für mich wieder den Punkt rausstreicht, Technik ist für diese Menschen, die dort leben, zwar unverständlich, aber was in Ansätzen normal ist. Bücher sind Magie. Und das finde ich ein klasse Ansatz und eine hübsche Idee. Ich habe es nicht so gelesen, dass Bücher Magie sind, sondern sie sind einfach wertvoll unter Papier an sich, weil es so unfassbar selten ist. Flo? Ja, Geschichten, das haben wir schon festgestellt, haben eine ungeheure Macht in dieser Welt. Und ich glaube, deswegen sind Bücher auch etwas so Wertvolles und so Wichtiges. Reden wir über die Endschlacht. Und auch hier ist mir Ben wieder unglaublich auf den Sack gegangen. So ein nerviges Scheißkind. Und ja, wir sollten den im Dreck liegen lassen und ich will jetzt meine eigene Haut retten. Tschüss. Dass er dann tatsächlich durch Jakes Zwang noch richtig handelt, okay, aber es ist ein Gör, er nervt mich. Ich meine, die kleinen Kinder, die Zwillinge, das sind halt kleine Kinder, die dürfen doof sein. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Hier ging er mir auch ziemlich auf den Sack, das verstehe ich ganz genau, was du meinst. Würde für mich aber dann auch schön diesen Reife-Konflikt quasi zwischen Revolvermann und Kind auf rausarbeiten. Also aus dem Aspekt fand ich das nervig, aber gut. Hundertprozentig auf jeden Fall. Wie hat euch dann die Schlacht gefallen? Also
einerseits der Gegner, also diese Wölfe und diese Roboter-Dinger grundsätzlich erstmal. Die waren toll. Die haben mich ein bisschen an den Bären erinnert aus dem Tod. Was tot? Weiß ich nicht. Aus einem anderen Buch. Ich glaube tot. Ich glaube, es müsste tot gewesen sein. Genau, die Viecher fand ich super. Mhm. Ich fand vorher dieses ganze Ablenkungskram von Roland sehr, sehr halbherzig. Weshalb ich mich nicht so richtig auf diese Schlacht habe freuen können. Und nachdem die Wölfe quasi einmal aufgetreten sind, fand ich die Schlacht sehr weglassbar. Dafür, dass er quasi 95% des Buches darauf hingearbeitet hat, war das für mich von der gesamten Schlacht eine ziemliche Enttäuschung. Ja, also ich fand es auch dafür, dass es halt das große Finale dieses sehr, sehr langen Vorspiels sein sollte, etwas unspektakulär. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, aber ich glaube tatsächlich, und das wird ja auch immer wieder erwähnt, es sind halt genau diese 5 Sekunden, diese halbe Minute. Mehr ist es im Prinzip nicht, bis es entschieden ist. Und ja, das war nicht der Punkt, der mich gestört hat an der Sache, sondern seit wie vielen Jahrhunderten laufen die Wölfe da jetzt durch und dann ist es einfach nur ein Schieß halt dahin? Ja, weil es bis jetzt ohne, halt keiner gemacht hat. Ohne irgendwelche großen, die haben keine Superwaffe, die haben keine Supertaktik. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, den du vor uns hattest, das ist unwirtschaftlich. Wir hetzen da 60 Mann, in Anführungsstrichen, auf ein Dorf von, lass es 400, wenn es gut kommt, Bauern los. Davon sind die Hälfte Frauen und die andere Hälfte Kinder. Also sind wir vielleicht, wenn es gut kommt, 150 wehrfähige Männer. Da brauchst du keine sonst wie Hightech ausgerüsteten Roboter. Zumal du sie ja eben nur alle 27 Jahre losschickst. Das heißt, eben. Die Hälfte der wehrfähigen Leute hat schon wieder vergessen, was sie in den letzten Schlachten, die nicht stattgefunden haben, gelernt hätten. Ja, eben. Du kannst also nicht mit einer Entschuldigung. Du kannst nicht mit einer Mordsarmee gegen diese Wölfe antreten. Also brauchst du irgendeine coole Idee. Die kommt nicht. Ja, genau. Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden, was okay. Du meinst. Weißt, ich dachte, du regst dich darüber. Ich dachte, du regst dich darüber auf, Hendrian, dass die Bösen die Wölfe nicht besser ausgerüstet haben. Nein. Okay, entschuldigung. Dass die Dorfbewohner einfach so einen Haufen Deppen sind, die nicht mal cool eingesetzt werden, sondern einfach, ich hatte das Gefühl, die haben einfach durch Glück gewonnen und weil sie halt 3 Superhelden und einen Brutkasten auf Rädern haben. Weiß ich nicht. Also die Teller, die Idee mit den Tellern, die fand ich schon ganz schön cool. Genau, die Teller waren das Einzige, was das noch ein bisschen was rausgeholt hat. Und vor allem, weil es halt dann auch dieses, auch die Frauen sind nicht nur zu was Nütze, die retten sogar den Tag noch. Aber ansonsten sehe ich das so wie der Hendrian. Ja, und vor allem ist ja nicht nur der Punkt, die Frauen sind zu was Nütze, sie retten den Tag. Die ganze Idee mit den Tellern entstammt ja einer fleischgewordenen Kastrationsfantasie. Das dürfte ja an der ganzen Sache auch nicht vergessen. Das ist ja eine Geschichte darüber, wie sich eine Frau über einen Mann erhebt, was ja an sich schon unerhört ist in dieser Welt. Ist das wieder so eine Folge, wo ich eine Kastrationsfantasie nicht sehe? Das ist ja super. Ja, hallo, die sitzen nackt in einem Speisesaal. Lady Oritza und dieser Typ, der sie damals ihren Papa getötet hat. Und Zeug und Blödsinn. Sie sitzen nackt in einem Speisesaal, weil er darauf scharf war, sie zu bumsen. Wenn das keine Kastrationsfantasie ist, tut's mir leid. Zumal ja beschrieben wird, wie er noch einen Steifen hat, während er stirbt. Aber es werden nicht die Eier, sondern der Kopf abgeschnitten. Ja, okay, aber die sexuelle Komponente ist dabei. Deutlich. Ja, definitiv. So, und da haben wir halt eben wieder genau diesen Punkt. Die Frauen erheben sich hier nicht nur eben über die Wölfe, sondern sie erheben sich über die Gewalt ihrer Männer. Das darf man ja auch nicht ausblenden in dieser ganzen Idee hinter diesen Tellern.
Und ich meine jetzt Gewalt im Sinne von Herrschaftsgewalt, nicht im Sinne von körperlicher Gewalt. Und das fand ich an dieser ganzen Sache noch mit am besten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten wäre es halt auch nur gewesen, okay, die Revolvermänner kommen und erledigen das Problem, fertig. Mhm. Ja, aber ich gebe euch recht, die Schlacht an sich ist ein bisschen unbefriedigend so im Ganzen. Da bin ich schon bei euch. Das, Aber, und hier kommen wir wieder zum nächsten Punkt, den ich noch ganz interessant fand. Halt! Ja? Auch wenn die Schlacht unbefriedigend war, fand ich das ganz nett, dass halt hier auch diese Schnauze Modell Harry Potter heißen und es ja diese Lichtschwerter und so gibt. Das fand ich eine schöne Sache, dass man... Ja, die Lichtschwerter und dass diese Roboter eben aus den Marvel-Comics sind. Genau, ja. Mhm. Ja, da hatte ich so ein bisschen... Ach... dass King behauptet, dass seine eigenen Bücher irgendwie verwoben sind miteinander. Ja, aber dass er jetzt auch noch sich bei fremdem Material bedient. Naja, wir hatten es ja schon bei Klaas, da hatten wir den Zauberer von Oz. Genau. Aber ich find auch, er übertreibt es ein bisschen hier. Mhm. Andererseits macht es für mich im Kontext weiterer Bücher Sinn. Ja, das schon. Ich hasse mich dafür, es sagen zu müssen, aber es macht halt Sinn. Leider. Gut. Wie dem auch sei. Sehr cool fand ich tatsächlich hier zwei Sachen. Einmal, wie sich Susanna hier im Kampf hält und mit mir zusammen kämpft. Oh ja, das stimmt. Weil dieser ganze Mia-Charakter bleibt ja die ganze Zeit über schwammig. Stichwort schwammig, das ist auch einer der Momente, die ich wahnsinnig gut fand, auch wenn es mich thematisch angekotzt hat, aber dieses Konzept von Schwangerschaft als parasitäre Erkrankung, die fand ich geil umgesetzt. Und dieses ganze, du wirst halt da von deinem, gut, sie wird jetzt nicht von ihrem Körper ferngesteuert, aber sie wird von diesem Dämon ferngesteuert. Aber in einer echten Schwangerschaft hast du das ja halt auch so mit, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Rosenkohl gegessen und muss jetzt unbedingt Rosenkohl essen. Solche Sachen zum Beispiel. Und das finde ich ein so unglaublich gruseliges Konzept schon bei den echten Menschen. Und das in diesen Horror-Kontext nochmal zu setzen, das fand ich auch echt gut gemacht. Oh. Ja, das hatte interessant, also ich weiß nicht mehr genau, wie es im nächsten Buch damit weitergeht, aber gerade so diese Entwicklung hat tatsächlich Lust auf mehr gemacht. Nicht unbedingt auf den Charakter, da haben wir schon drüber gesprochen, dass der sehr, sehr blass bleibt, aber ich meine, es endet ja auch mit einem Cliffhanger in dem Bereich. Da hatte ich schon Lust, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, ich habe an Schloss Discordia wahnsinnig viel Spaß gehabt. Dieser Bankettsaal und so weiter. Diese ganze Beschreibung, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Weil da wieder genau dieser Pathos mitschwingt, den ich so liebe an diesen Büchern. Gut, naja, und dann Jake raucht seine Zigarette, betrauert seinen gefallenen Freund, kommt aber erstaunlich schnell wieder drüber hinweg. Was ich auch krass fand, aber andererseits wieder logisch, weil Jake weiß, dass es andere Welten gibt. Wie standet ihr dazu, dass er sich so schnell wieder gefangen hatte? Ja, er macht seine Entwicklung durch, ne? Revolver mannt halt immer mehr. Und muss nicht emotional handeln. Wobei das nach dem ganzen vorherigen Hin und Her mit dieser Entscheidung war mir dann schon ja, ein bisschen zu unemotional. Es geht ein bisschen schnell, das ist richtig. Aber gut, das muss ja auch noch in das Buch passen. Na, wie gesagt, ich habe mir den Teil tatsächlich wegrationalisiert, weil Jake ja der von der ganzen Truppe ist, der am eigenen Leib weiß, tot sein ist nicht tot sein. Wisst ihr, ja, was ich meine? Genau, er sagt das ja auch. Genau. Und das ist für mich der Punkt, weshalb ich es akzeptieren kann. Ich finde es immer noch doof, aber ich kann es unter dem Aspekt akzeptieren, dass er so schnell drüber hinwegkommt. Ich glaube, er
tut nur so, als kommt er drüber weg. Ich glaube, er will durch sein Handeln das Sein beeinflussen, dass er quasi nicht trauern muss, weil er das nicht möchte. Ja, also eine vollkommen gesunde, akzeptable Erwachsenenreaktion. So wie wir sie alle mit Gefühlen haben. Ja. Ja, sag ich doch. Prima. Gutes Konzept. Ich werde meiner Therapeutin von euch erzählen. All diese Fehlfunktionen machen mich müde. Warte, du willst damit sagen, bis jetzt weiß sie noch nichts von uns? Gut. Naja, und die Schlacht ist jetzt vorbei, es liegen die Leichen da, die eine Frau ist tot, der Mann, der eigentlich dagegen war mitzukämpfen, aber wegen seiner Frau mitgemacht hat, trauert, aber er verflucht niemanden. Auch ein bisschen Charakterentwicklung, die ich vorhanden fand, aber relativ wenig interessant. Und Susanna verschwindet, mitten im Trubel. Und ja, sie geht in die Torweghöhle. Und hinterlässt ihren Rollstuhl und bekommt dafür ein Ersatzfahrzeug. Und das fand ich eine interessante Idee. Die wird nicht weiter ausgeführt, aber die fand ich hübsch. Ja, die Stelle habe ich mehrmals hören müssen, weil ich mir, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. Das hat so gar nicht reingepasst irgendwie in dem Moment. Aber hübsch ist die Idee. Ja, dass sie auf einmal da so einen Einkaufsshopper hat. Das war nett. Das ist lustig für mich. Hat sie es gelesen wie ein Quad? Ja, genau das. Okay. Und damit endet das Buch tatsächlich in einem komplett offenen Ende. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Moment. Ja, wir haben noch bestimmt was vergessen, weil das Buch so viel Zeug hat, aber nee, ich glaube, wir haben das Wichtigste alles genannt. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir über die Symbolik ein bisschen. Wie gesagt, wir haben hier einerseits das Konzept, was wir auch bei Bren Musalem schon hatten, oder auch in vielen anderen Büchern von King, das Böse als Krankheit. Eben, dass diese ganze Vampirismusgeschichte unter anderem auch HIV überträgt, zum Beispiel. Dass wir hier eine direkte Kopplung haben. Außerdem haben wir das ganze Konzept von zyklischen, ja, den zyklisch auftretenden Bösen. Ein bisschen haben wir hier auch wieder die Verknüpfung von Wettererscheinungen mit dem Bösen. Weil wir eben diesen lustigen, das, was kein Scirocco ist, Wind haben, bevor die Wölfe auftauchen. Und natürlich, wir haben hier wieder die 19, wir haben die 99 und wir haben eben das Buch als magisches Konzept, als magischen Gegenstand, was ja dann später im Verlauf des Turms in den weiteren Büchern noch relevant wird. Liebe, Verbindung, Familie, all dieser Quatsch, finde ich, wird hier auch ein bisschen der Grundstein gelegt, noch mehr als in den Büchern vorher. Das zeigt sich einerseits bei Callahan mit seiner Wahlfamilie in all diesen obdachlosen Heimen und so weiter und so fort. Auch in der Mutterrolle von Susanna, die halt zum Beispiel für Jake eben auch eine Mutterrolle ausfüllt in irgendeiner Form. Durch diese Szene mit dem Rauchen zum Beispiel. Und halt diese ganze Frauen-Männer-Machtgefälle-Thematik, finde ich, ist in diesem Buch sehr stark. Die ist ziemlich deutlich, als dass ich sie tatsächlich als Symbolik nennen würde. Aber sie ist halt auf jeden Fall drin. Und eben, wie immer, Rassismus. Interessant fand ich noch, dass wir hier eine Abstufung haben zwischen, in Anführungsstrichen, guten Krüppel und in Anführungsstrichen, schlechten Krüppel. Wollen wir darüber, habt ihr dazu eine Meinung? Das ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Wo? Ja, die Minderen in ihrer geistigen Behinderung sind Nutzvieh. Punkt. Susanna ist behindert. Es wird zur Kenntnis genommen.
Aber ihre Behinderung steht zurück vor dem Faktor, sie ist eine Frau und sie ist eine Schwarze. Okay. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, weil eine Gesellschaft, die wenig medizinische Versorgung hat, es wird ja auch beschrieben, dem einen Typ reißt der Blinddarm und so weiter. Eine Gesellschaft, die wenig medizinische Versorgung hat, die ist mit dem Konzept zum Beispiel Arbeitsunfälle, Verstümmelung oder irgendwelche körperlichen, tatsächlich rein körperlichen Behinderungen wesentlich vertrauter und geht damit wesentlich weniger abergläubig um, als sie das mit psychischen oder mit geistigen Behinderungen tun würde. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch immer noch ein Ding, dass eine geistige Behinderung deutlich mehr stigmatisiert wird als eine sichtbare körperliche, rein körperliche Behinderung. Und das meine ich halt mit guter Krüppel, schlechter Krüppel. Ja, verstehe. Klingt sehr nachvollziehbar, ja. Klingt nach einer RTL-Vorabendserie, aber ja. Gut. Habt ihr zur Symbolik Ergänzungen, die ihr machen wollt? Nicht wirklich. Also, nicht Symbolik. Ich wollte noch darauf ansprechen, denkt ihr, es hat, welche Gründe hat er wirklich diese direkten Querverweise zu Harry Potter, zu Star Wars, zu den Marvel Comics und so weiter einzubauen? Kann ich dir nicht sagen, ohne zu spoilern. Für mich hatte das so, wir hatten ja vorher schon den Zauberer von Oz, was ja so traditionelle Folklore ist. Und Harry Potter und Star Wars und Marvel wäre quasi das moderne Äquivalent dazu. Also ihr seht das auch so, dass es und ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr genau an die zwei letzten Bücher, deswegen kann ich da jetzt nicht großartig spoilern, aber ihr seht das auch so, dass es hier wirklich um das Erzählen von Geschichten geht in dieser Geschichte? Nein. Also mein Gedanke, als ich diese ganzen Verbindungen gesehen habe, war, okay, das ist, erinnert mich an Cornelia Funke, Tintenherz, wo ja auch Figuren real werden aus Geschichten. Und ich dachte, die Mitwelt ist irgendwie so eine Art Mixwelt aus allen möglichen ja Geschichtenfiguren. Mhm. Das ist halt aus allen möglichen ja Geschichten, die King so in den Sinn kommen, Dinge reinkommen. Und jetzt King als der es geschrieben hat und nicht als Figur in dem Roman. Mhm. Ja, wir werden es sehen, was da noch auf uns zukommt. Für mich hatte das halt so ein bisschen diesen Weltenüberschneidungscharakter, dass eben aus verschiedenen Folklore-Welten quasi da Überschneidungen stattfinden. Das ist durchdiffundiert. Genau, ja, mhm. Ja. Gut, 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 gut. Flo, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Tja, der Dunkle Turm-Film, darüber reden wir ja nicht. Der hat auch hiermit jetzt wirklich nichts zu tun. Außer dir in welcher Dunkle Turm-Film? Ich weiß es nicht. Es kam mir gerade so in nach, weißt du, manchmal hat man so Halluzination. Ja, in anderen Welten gibt's vielleicht einen. Ja, es gibt ein englischsprachiges Hörbuch, das von George Gaidal gelesen ist und erstmals nicht von Frank Muller. Und diesem Frank Muller ist auch das Buch gewidmet. Das ist derjenige, der die ersten Bände gelesen hat und viele andere amerikanische King-Hörbücher. Der ist nach einem schweren Unfall arbeitsunfähig gewesen. Das war kurz bevor dieses Buch erschienen ist. Und deswegen hat King, da geht er auch im Vorwort und im Nachwort drauf ein, ihm dieses Buch gewidmet. Ja, es gibt die Comics zum Dunklen Turm. Ich weiß noch nicht, ob wir da irgendwie mal was drüber machen sollten oder nicht. Die jetzt auch mit dieser Geschichte an sich nichts oder noch nichts zu tun haben. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, aber naja. Müssen wir mal schauen, aber sonst gibt es da nichts. Ah ja, gut, ein deutsches Hörbuch natürlich, aber... Und da muss ich mal ganz kurz einhaken mit dem deutschen Hörbuch. Wir haben es ja jetzt auch wieder gehört. Also ich habe diesmal das Hörbuch mitgehört. Es ist echt gut gemacht, finde ich.
Was mich wahnsinnig macht, ist die Aussprache von einzelnen Worten aus dieser Hochsprache. Ja, nicht nur aus der Hochsprache. Es gibt so ein paar einzelne Worte. Der Sprecher nennt zum Beispiel oder benutzt immer nützt. Das ist mir nicht aufgefallen. Das treibt mich in den Wahnsinn. Und, aber zum Beispiel Din. Der Din ist halt Din, wie der Universitätsoberhauptmensch. Oder auch Salem Slot spricht der, glaube ich, Lot oder irgendwie, also auch nicht richtig aus. Mhm. Was mir in dem Hörbuch auch noch aufgefallen ist, es gibt ein paar Schnittfehler. Also gibt mehrere Momente, wo er ansetzt und er haspelt sich nicht mal was, er setzt dann halt nochmal an und es ist nicht rausgeschnitten. Und damit merkt er ja auch, ich habe das Hörbuch auch diesmal gehört, einfach, ich hatte Probleme, in das Buch reinzukommen. Das lag aber jetzt nicht an dem Buch, sondern daran, dass ich keine Zeit hatte, mich großartig hinzusetzen. Und da war das Hörbuch dann doch ziemlich gut geeignet. Ja, auf jeden Fall. Generell und es fand ist wirklich schlecht, also nicht schlecht. Hinterher? Generell fand ich es bei dem Hörbuch total schwierig, dass man gehört hat, wo geschnitten wurde, weil sich die Tonlage geändert hat in der Stimme. An Stellen, wo es überhaupt nicht gepasst hat oder wo man gemerkt hat, ah, der muss sich vorher mal richtig geräuspert haben. Also ich fand das Hörbuch auch gut, aber je länger es gedauert hat, desto schwieriger fand ich es zuzuhören, weil es einfach zu monoton klang und dann halt diese Fehler drin hatte. Also die Hörbücher zum Dunklen Turm sind sehr in der Kritik, weil viele Leute, die David Nathan als King-Sprecher gewohnt sind, die mochten das hier gar nicht. Ich finde, der Sprecher macht seinen Job echt nicht schlecht. Es hat halt nur diese Fehler, die teilweise in der Produktion liegen. Mhm. Auch, dass man ihm nicht gesagt hat, hier, das Wort spricht man so aus, das Wort spricht man so aus. Es ist nicht so schlimm. Ich habe mal erlebt, da gab es ein Akt X-Hörbuch und der Sprecher hat den Namen Mulder falsch ausgesprochen. Ja, immer. Ich habe es nicht ertragen. Ja. Also so schlimm ist es nicht. Man kann es gut hören, aber es fällt schon auf, dass es hier und da Probleme gibt. Ich würde aber tatsächlich euch empfehlen, weil hier eben sehr viel auch Hochsprache dabei ist und sehr viele kleine Details, die eben zum Beispiel über die Fühlungsnahme laufen und sowas. Wenn ihr das Buch noch nie gelesen habt, und ihr legt Wert auf die Details, ist es tatsächlich ein Buch, was, glaube ich, gelesen mehr Sinn macht. Auch wenn es Quälerei ist, gelesen, teilweise. Aber wenn ihr Wert auf die Details legt, ist, glaube ich, die Hörbuchfassung nicht die richtige für euch. Ja, ich würde auch sagen, wenn man es das erste Mal konsumiert, sollte man es vielleicht besser lesen. Genau. Gut. Kommen wir zu den Querverweisen. Wir haben natürlich Brennen muss Salem, haben wir ja schon erwähnt. Wir haben Insomnia, denn wir haben die niederen Männer, die Aushänge und sowas. Wir haben die externen Verweise zu Star Wars, zu Harry Potter, zu den Marvel Comics, wie schon erwähnt, zu den glorreichen Sieben. Aber wir haben zum Beispiel auch wieder die Verweise zu The Stand. Weil zum Beispiel Fleck auch hier wieder die verbogenen Highways benutzt. Oder eben die schon besagte Kontrollraumszene im Dogen. Und halt durch den Namen King eigentlich ja eine allumfassende Referenz zu all seinen Werken, wenn man so will, oder? Ja, und natürlich aber auch durch Sachen wie das Flitzen zu Werken wie Talisman, das Schwarze Haus oder auch, es kommt zum Beispiel in Love vor und in späteren Werken. Man könnte auch sagen, in das Bild, dass es eine Art des Flitzens war. Also da verbindet sich auch, wenn es teilweise anders genannt wird in diesen Büchern, was teilweise auch mit der Übersetzung zu tun hat. Da verbindet sich sehr viel mit. Oder zum Beispiel auch, finde ich, die kleinen Schwestern von Eloria. Weil die Glocken sind, glaube ich, auch dieselben. Ja. Und da ist genau der Punkt, weshalb ich in der Folge zu Eloria gesagt habe, mir passt das Alter von Roland nicht, beziehungsweise die Tatsache, dass er außer Susan und dann der Schwester keine Frau geküsst hat. Wie schnell er und wie unkompliziert er hier tatsächlich mit
wie heißt sie? Rosalind oder Rosamunde oder wie heißt sie? Die Haushälterin, die er da mitnimmt, ja. Genau. Wie unkompliziert er die da einfach nimmt und ist halt so und es ist alles cool. Das ist halt das, wie ich mir Roland vorstelle, aber nicht so, wie er dann in Eloria ist. Ja. Genau, das, da merkt man, glaube ich, schon, dass da was nicht ganz übereinander passt. Ja, hast recht. Ja, und wir haben natürlich eine weitere Verbindung zu ganz, 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 ganz vielen Sachen. Und diese Verbindung ist in diesem Buch hier, wird erklärt und ist auch sehr auffällig, die 19. Mhm. Die 19 und die 99 auch. Und dass King hier die 99 noch dazu genommen hat, es ist natürlich das Jahr seines Unfalls. Und ja, wir werden auch weiterhin noch merken, ich würde sagen, gerade in den nächsten zwei Büchern, wie sehr ihn das doch beschäftigt. Mhm. Gut. Ergänzungen zu den Querverbindungen? Nö. Gut. Dann würde ich euch gerne um eure eure Zitate bitten. Habt ihr denn welche? Lieber Hendrian. Ja, ich habe eins. Mhm. Von den Worten eurer Welt bekomme ich Kopfschmerzen. Okay, Flo? Ich hatte viele schöne Zitate, die ich mir aber nicht aufgeschrieben habe durch das Hörbuch. Und so habe ich nur eins. Muffinkugeln bescheren manchmal sehr lebhafte Träume. Okay, Jonas? Erst kommt das Lächeln, dann kommen die Lügen, zuletzt die Schießerei. Mhm, vielen Dank. Ich habe... Netter Ausdruck, hörte er Lenny undeutlich aus dem verrückten Universum sagen, in dem Gott offensichtlich gestorben ist und verwesend auf dem Boden eines geplünderten Himmels liegt. Den fand ich großartig. Und dann muss ich natürlich, weil es ist meine Natur, Walter natürlich auch nochmal zitieren. Dann wirst du an dem Ort, an den ich dich schicke, ein Leben in ländlicher Heiterkeit leben und dort wirst du auch sterben. Voller Jahre und wahrscheinlich mit einem falschen, aber zweifellos erfreulichen Gefühl erlöst zu sein. Ich habe noch eins. Aber schon die Art, wie hier nichts entschieden wird, gefällt mir gar nicht. Mhm. Sollte ich euch verletzt haben, entschuldige ich mich aus den Tiefen meines eingeständigermaßen hypothetischen Herzens. Gut. Habt ihr noch Ergänzungen? Ich glaube, wir haben für heute genug. Das Einzige, was ich noch ergänzen könnte, möchte ich aufheben, bis wir die ganze Sache durchhaben. Sonst könnte ich doch was spoilern. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und Flo, du fängst an. Ich mag das Buch. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe viele Rezensionen gelesen und ich war eigentlich überrascht, wie zwiespältig das Werk aufgenommen wurde. Also, es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, viel zu lang, viel zu langweilig und dass King sich selbst am Ende reinschreibt, eine Katastrophe, das geht gar nicht. Finde ich nicht. Ich hatte echt Spaß an dem Buch. Ja, es ist natürlich zu lang, aber es ist ein Stephen King. Das kann man vielen Geschichten vorwerfen. Ich mochte sowohl die Western-Handlung als auch die New York-Handlung. Natürlich hat das Buch Probleme, da haben wir ja drüber geredet. Aber der Turm, ja, ich würde sagen, auch wenn es durch die Handlung, die Haupthandlung nicht so anfühlt, aber der Turm ist näher gerückt. Und das gefällt mir. Und ich gebe 17 von 19 Punkten. Okay. Hendrian? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich wollte auch 17 Punkte geben. Das hat echt Spaß gemacht. Und ja, es gab erstaunlich wenig Punkte, wo ich meckern würde. Okay. Jonas? Wie es so das Kathet will, bin ich auch bei 17 Punkten gelandet. Das ist jetzt putzig, weil... Folgendes, ich habe dieses Buch jetzt zum 5. Mal gelesen. Ich glaube, ich fand es beim ersten Lesen richtig, richtig gut. Beim zweiten und dritten Lesen so meh. Beim vierten Lesen fand ich es richtig, richtig schlimm.
weil mir dann eben so diese ganzen Thematiken aufgefallen sind mit Susanna zum Beispiel und so weiter, wie viel da nicht passiert. Jetzt habe ich es wieder als Hörbuch gehört und ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich konnte das Ding nicht ausmachen. Wir haben tatsächlich echt lange Strecken am Stück gehört. Wir haben anderes Zeug dafür liegen lassen, um es zu hören. Und ich habe wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe gerade in meine Originalzitaten reingeguckt, da habe ich 11 Punkte gegeben. Nachdem ich jetzt das Hörbuch nochmal gehört habe, würde ich wieder 17 geben, genauso wie ihr. Ja, und das ist jetzt nicht nur, weil ihr mich beeinflusst habt, sondern tatsächlich, weil es gefühlt so passt. Und ich muss halt sagen, es ist nach Schwarz für mich auch der beste Turm, der jetzt noch kommt. Also es ist jetzt neben Schwarz der Höhepunkt der Reihe für mich. Was noch kommt, kann ich nicht sagen. Das muss ich dann selbst mal gucken. Aber ich würde dir zustimmen, dass es zusammen mit Schwarz auch mein Favorit ist. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob sich das so in den Bewertungen widerspiegelt. Das müsste ich nachschauen. Aber jetzt im Nachgang auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Normalerweise würde ich euch jetzt erzählen, wie ihr mit uns podcasten könnt. Denn das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr einfach auf die Leseliste schaut und euch bei uns meldet. Wenn ihr die Bücher nicht habt, sagt einfach Bescheid. Wir würden euch dann mit der entsprechenden Quellenlage versorgen. Technisch braucht ihr auch nichts weiter, nur ein Mikrofon und irgendwas zum Reinsprechen und Teamspeak. Aber diesen ganzen Sermon spare ich mir heute, weil in den nächsten zwei Folgen, schon ein Gast gefunden ist, denn der Heindrian wird uns bis zum Abschluss des Turms weiter begleiten. Aber für alle Geschichten, die später kommen, könnt ihr euch trotzdem gerne weiterhin melden. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns mitmacht. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit einfach irgendwie eure Meinung abgeben, entweder über einen Twitter-Kommentar oder über eine E-Mail oder über was weiß ich was. Ihr seid dazu gern herzlich eingeladen. Ich habe nur die eigentliche Kommentarfunktion im Blog deaktiviert wegen Datenschutzgedöns. Aber wenn ihr uns einfach so anschreibt, dann würde ich das auch entsprechend in den Folgen wieder verlinken. Ansonsten, wie gesagt, geht's demnächst weiter mit Susanna. Und ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, was ich euch erzählen soll, oder? Hattest du schon deine Bewertung genannt? Ja. Okay. Wir sind einmütig. Genau. Ausgezeichnet. Dann ich bin glaube, ich zufrieden. Ich glaube zum ersten Mal in diesem Podcast. Ich glaube ja, tatsächlich ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz sehr fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. 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 Dann geh, es gibt andere Welten als diese.